Dieses Mal bei... Ich war auf einer Comic-Con und habe da auch signiert und so, und da waren ja ganz, ganz viele berühmte Schauspieler irgendwie von damals, und dann bin ich irgendwie so um 5 Uhr abgehauen, in Frankfurt war das, glaube ich, und bin da nochmal kurz aufs Klo, und da stand dann so ein Held von damals auf dem Klo am Pissoir. Und wir lieben diese Geschichten, diese Pissgeschichten. Und schaute sich sein eigenes Foto an. Die machen da ja immer so Fotosets irgendwie, wo ich mir irgendwie, und schaute sich so sein eigenes Foto an und pinkelte dabei. Wer war's? Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg. Hallo und herzlich willkommen zum Dring 50. Podcast. Sträter, wir haben uns selber eingeholt. Warum sagst endlich du jetzt haben USA? Ja, stimmt, darf man nicht mehr sagen. Ne? Oder es ist einfach blöd zu sagen. Es zeigt einfach, wie alt du bist. Ja, das habe ich von dir, du Pillemann. Ja, toll. Ja, schön, dann wir so anfangen direkt. Ja. Kannst du mal aufklären, warum USA und nicht USB? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich laber dir alles die über die Simpsons da. Waren das. Das, ach, war, ja, stimmt, das stimmt. War der Bruder von Homer Simpson, der den danke, mein Lieber. Der den Detektor erfunden hat, wo man Babys, also Danny DeVito im Original. Ja, ja. Und der hatte dann so viel Geldbündel in der Hand, der konnte sein Glück gar nicht fassen, dass er laut rief, USA, USA. Wir haben einen Gast heute. Das haben wir übernommen, und wir haben einen Gast. Zum 50. haben wir gedacht, lassen wir es mal richtig krachen. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde unseres kleinen, gepflegten, lustigen Podcasts, meine Damen und Herren, wir freuen uns, sind stolz und freuen uns nochmal, dass Olli Hilbring hier ist. Hallo. Kann man jetzt so Applaus einspielen? Ja, Applaus, genau. Ja, das kann man machen, das kann man machen. Ja, ja, muss ja, aber nicht sein. So, so. Ja, dann jetzt. Ja. Olli Hilbring, seines Zeichens, willst du dich selber vorstellen? Oder? Ich kann mich selber vorstellen. Ich bin Cartoonist. Ich versuche lustige... Nimm das Mikrofon ganz in den Mund. Ja, so. Nein, ich bin Cartoonist. Ich male Cartoons, zeichne Cartoons und mache diverse Bücher. Da ist eins, das heißt Schön Doof, Cartoons von Olli Hilbring, wie treffend. Ja. Ist lustig mitunter. Ja. Ja, ich habe sehr gelacht. Du hast sehr gelacht, ja, genau, Route 66. Get your kicks on Route 66. Was ist denn dein bekanntester Cartoon? Ja, ich werde ja immer reduziert auf den Fußball-Cartoon mit Felix Magath. Vor ein paar Jahren, Felix Magath war Trainer beim FC Schalke 04. Man muss den Cartoon sehr lange erklären, dieses Ein-Bild-Ding. Wird es eine größere Rezension? Felix Magath steht an der Supermarktkasse, die Kassiererin fragt, Herr Magath, sammeln Sie Punkte? Und der Herr Magath antwortet sehr witzig. Ich mache den gleichen Fehler wie damals Delling in der Sportschau. Der hat den nämlich auch so lange erklärt, den Cartoon. Die haben den da gezeigt. Ja. Und, man sollte generell Bilderwitze, ist immer schwierig, Bilderwitze zu erklären. Ja. Deswegen hast du auch eine Live-Show mit unserem lieben Kollegen Michael Holschulte zusammen. Genau. Mit dem wunderbaren Titel Zwei Stricher packen aus, ja, genau. Das hatte Michael auch schon mal hier natürlich auch beworben. Und ich habe dich auch, wir haben uns auch schon, ich war sogar Gast. Bochum Total, letztes Jahr. Genau. Da habe ich den Tod. Du hast den Tod zum Besten gegeben, das war sehr, sehr schön. Und das war meins, ne? Man in Black war da. Das war Man in Black, weil ich trinke den auch schwarz. Ich trinke eigentlich mit Milch irgendwie, aber... Herren trinken Kaffee, und da uns mehr Leute hören als sehen, wie Gary herausgefunden hat. Habe ich herausgefunden. Ist das natürlich schön, dass wir einen Cartoonisten haben. Verständlich. Ich lehne mich jetzt mal weit raus. Also wenn ihr Olli Hilbring die Cartoons jetzt nicht vor Augen habt, es sind die Nasen, ja, die sehr prägnant sind. Was ist da eigentlich los mit den Nasen? Die Nasen, also mein Verleger hat mal gesagt, je größer die Nase, desto lustiger der Cartoon. Da habe ich mich dran gehalten und habe gedacht, ich muss riesen Nasen malen. Ja. Letztens schrieb eine Dame bei Instagram, die würden aussehen wie Vögel. Die Figuren. Es hat so ein bisschen so schnabelmäßig. Ja. Durchaus, ja. Ich weiß es nicht irgendwie. Das ist so passiert. Aber was die. Was zack, bin aufgestanden. Zack, Nase. Ich bin ausgerutscht. Nein, ich hatte schon immer eine große Affinität zu Nasen. Ja. Und habe auch mal einen Comic gezeichnet für so einen Comic-Wettbewerb, die Runkel von Remscheid, wo einer mit einer Riesennase durch Remscheid läuft und immer nur Probleme hat beim Nahverkehr, beim Chinesen, Nase Goreng und solche Sachen. Und da ist wahrscheinlich der Ursprung zu suchen. Ja. Und auch zu finden, ich würde mich ja rauslehnen, Olli Hilbring ist der Gary Larson des deutschen Cartoons. Ja, also Vorsicht. Oder? Habe ich das schön gesagt? Gary Larson ist der Karl Barks der absurden Bilder.
Ja, ja, also Gary Larson, mich mit Gary Larson zu vergleichen, ist schon, also unten das ist Comics. Gotteslästerung. Michelangelo. Ja, Michelangelo. Ist Larson Vorbild für dich? Oder Larson ist schon Knaller. Also der ist schon Oberklasse. Schön, dass ich nicht dauernd dazwischen rede, genau, ihr beiden Hasen. Ihr müsst euch jetzt konzentrieren, ne? Entweder den einen oder den anderen Gesprächs. Ja. Entschuldigung, da weißt du mal, wie ich mich immer fühle. Ne? Multitasking. Das Konzept. Ja, gut, um das nochmal zu sagen. Bis zu 4 Abonnenten durch die Decke geht. Fuß darauf, dass wir uns gegenseitig anschreien. Genau, jetzt sitzen wieder Leute. Gut, dass wir in Stereo sind. Rookie. Komplett irritiert. Das ist das Prinzip, ne? Also war Gary Larson der ausschlaggebende Cut? Oder was? Naja, ich bin ja groß geworden, also resozialisiert mit Mickey Mouse, mit Asterix, mit Timon Struppi und so. Asterix. Obelix. My right legs. Schraubedikes. Und Werner zum Beispiel. Werner auch. Werner fand ich auch so ein Ding irgendwie, so eigentlich so einer der ersten Comics, der so durch die Decke gegangen ist, irgendwie mehrere Bände hatte, Millionen verkauft hat. Irgendwie der Mann lebt ja heute noch von dem von der Kohle von damals. Ruhm. Und von den Rennen, die er das hat letzte Woche erst wieder gemacht hat. Genau. Und das ist so die Melange irgendwie, aus dem ich da irgendwie gefischt habe. Irgendwie. Aber ich kann nicht sagen, natürlich Gary Larson finde ich großartig. Ich auch. Aber dein Lieblingskarton ist jetzt von Gary Larson? Das kleine Hühnchen, also das kleine Huhn, das Huhnbaby, das im Bett liegt und die Mutter kommt rein und bringt ihm die Hühnersuppe, trinkt, dass es gesund ist, kein Verwandter. Ja, mein Lieblings, die Hendersons im Dschungel. So ein älteres Ehepaar hängt an so einer Liane und er oben so, du hast meinen Teil der Liane und so, verklag mich doch. Weißt du, so, das mochte ich auch sehr gerne. Mein Lieblings-Gary Larson ist der Astronaut auf dem Mond, der vor der Fahne steht und im Hintergrund fliegt das Shuttle weg und an der Fahne hängt ein kleiner Zettel, wo drauf steht, wo warst du? Das ist auch denke ich, wenn ich darüber nachdenke, das haben ja Cartoons, haben ja so diesen Effekt, man ruft die sich wieder in Erinnerung und freut sich und lacht. Also sie haben durchaus auch das so eine Nachwirkung. Das ist so ein Ding, ja. Ja, ich glaube auch irgendwie, dass die, wenn er gut ist, irgendwie hat er eine lange Haltbarkeit und man freut sich immer wieder drüber. Ja. Wie oft produzierst du Cartoons? Auch quasi täglich, ne? Oder? Du hast einen guten Output. Ja, also nicht alle 2 Tage vielleicht. Ich bin auch latent faul. Du hast auch Aufträge für Kika oder so? Oder für Reviersport. Für Kika. Ja. Nein, ich zeichne für einen Reviersport. Das ist eine Sportzeitung hier im Pott. Kennt man, glaube ich, auch in ganz Deutschland. Müssen den Leuten erstmal erklären, was eine Zeitung ist, glaube ich. Was eine Zeitung ist, ja. Das ist so ausgedrucktes Internet. Und da mache ich, wenn mir was einfällt, zweimal die Woche. In der Regel einmal die Woche, so am Wochenende halt irgendwie Fußball. Aber für die Watz machst du auch viel. Da warst du öfters auch auf der Titelseite. Ja. Gut, kann man machen. Ja. Die geilste Headline war, ich bin ja in Herne groß geworden. Und, wo in Herne? In Herne, wo? In Herne Süd. Herne Süd. Ja, Herne, bitte gerne. Und da stand nach dann Herne? Lokalteil der Herner Watz stand dann als Headline der Karlauer König aus Herne Süd. Schlagerkönigin Andrea Jürgens, der Karlauer König aus Herne Süd. Olli Hilbring ist hier Cartoonist. Du hast uns auch ein paar Sachen beigebracht, unter anderem dein neuestes Werk. Wir feiern dich jetzt erstmal direkt am Anfang ab, bevor wir in Medias Res gehen. Das ist sehr schön. Können wir ja nicht, wenn wir vorher am Anfang abfeiern. Aber gut, machen wir. Lass mich einfach machen. So, ja. Also, dein neues, es sind immer so kleine Themenbände, die rauskommen bei Lappern. Du hattest Fußball schon, du hattest Fußball, Handwerk. Gerne verschenkt auch. Ja, gerne. Das läuft ja auch in der Kategorie Geschenkbücher. Ich hatte Schatz, ich bin im Baumarkt. Ja. Dann Schatz, ich muss ins Möbelhaus. Die berühmte Serie Schatz. Ja, Schatz. Dann hatte ich aber auch einen, irgendwie, das lief sehr gut, Kopf hoch, Smartphone ist heilbar. Also diese ganze Thematik, irgendwie, dass die Leute nur noch irgendwie auf den Boden gucken. Okay, und jetzt ganz neu. Du bist geliefert, Cartoons für Online-Shopper und ihre Paketfahrer. Also ein gesammeltes Werk, nicht nur über den einen Online-Dienst, grafisch angedeutet wird mit einem kleinen orangen Einkaufswagen. Den du jetzt komplett zugedeckt hast. Ja, das ist aber schön. Mein Paketfahrer... ich habe einen Paketfahrer. Du hast einen eigenen Paketfahrer? Ja, weil der beschäftigt werden muss, bestelle ich regelmäßig bei Amazon, damit der auch kommt.
Ah, ja. Okay. Aber ich glaube, weil das so ein cooler Typ ist. Es gibt auch andere Paketdienste als Verkaufsdienste. DHL, Hermes, weiß ich nicht, irgendwie. Ja. Ne? Also zum Beispiel Platten Sachen und CDs und so weiter kann man auch sehr schön bei JPC bestellen. Also die JPC, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, genau. Ja. Also es gibt nicht nur Amazon, es gibt auch noch andere. Es gibt auch zum Beispiel auch noch Läden und Buchläden, wo es diese Bücher auch gibt. Es gibt auch Buchläden, ja. Genau. Ich habe halt dieses Buch gemacht irgendwie, Buchläden, weil genauso wie du 53% der Deutschen online kaufen. Nur noch ich online. Kaufe nicht nur noch online. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Also wenn ich in Bochum bin, dann meander ich hier durch die Geschäfte. Ja, auf Amazon kaufe ich kein Buch, da hole ich mir Ladekabel und so. Kannst du mal, weißt du, wofür ich sonst über den Flohmarkt eiern muss oder mich im Apple Store ausrauben lassen muss. Das haben ja viele Leute auch geschrieben, die jetzt wirklich so auf dem Land leben, die wirklich gar keine andere Möglichkeit mehr haben. Also sie hätten schon die Möglichkeit, woanders zu kaufen, aber es ist natürlich auch praktisch. Gary, kannst du, wenn du was erwähnst, bitte auch erklären, was das ist? Für die Leute, die uns jetzt in Hintertupfingen hören. Was redest du? Gerade den Laden, den du gerade erwähnt hast. Warum? Weil du den erwähnt hast. Wenn welchen du mal was Laden? Ja, aber das hat doch gar keiner gehört. Welchen Laden? Ja, ich habe es nicht gehört. Überleg doch mal vorher, was du sagst. Balz freut sich jetzt schon auf dich. Ja. Balz klingt so ein bisschen, als wäre es ein Laden, wo man so. Hallo, hier. Das ist so Balz kommt ja vorbei, ja. Sekundentreffen. Ja, ich gehe mal in Bochum, nach Balz. Das ist ein Herrenausstatter. Nein, das ist ein großer Klamottenladen, wo es alles gibt. Das ist einer der wenigen. Genau, das ist kein großer Herrenausstatter, es ist ein großer Klamottenladen. Ja, so steht es auch runter. Großer Klamottenladen, uralt. So. Ja. So, genau. Wir haben immer diese Funktionskleidung, hier bitte gerne. Olli ist auch ein großer Film- und Serienfan. Wo wir sagen müssen, wir waren ja gerade vor 2 Wochen zusammen im Kino. Wir saßen nebeneinander bei einer Premiere in der Lichtburg in Essen. In der Lichtburg in Essen, ja. Und zwar schönen Gruß an unseren lieben Freund Andi Brings. Andi Brings, ja. Andi Brings, Rocker aus Mülheim an der Ruhr, früher bei Sodom, hat einen Film, einen autobiografischen Film gemacht, der da heißt Full Circle Last Exit Rock'n'Roll. Und Andi hat auch mitgespielt bei dem Pottkinder-Film, der war auch einer von den Pförtnern. Und es ist ein sehr... ich sage jetzt nicht esoterisch, guck gerade Gary an, weil er ja den wunderbaren Podcast hat, Alle Wege führen nach Om. Viele Wege führen nach Om. Das ist ein spiritueller Film, kann man sagen. Kann man sagen. Also es geht im Prinzip um die Passion von Andy, der mit 7 schon wusste, dass er... Ja. Ja, was? In Ihmchen. Ich reagiere. Wenn ich Kopfschütteln nach unten gucke, reagiere ich immer auf Sträter. Andi wusste schon mit 6 Jahren, glaube ich, irgendwie, dass er Rockstar werden will. Irgendwie war großer Kiss-Fan und hinterher den Skid Row beeinflusst. Und das spoilert man nicht irgendwie, hat sich geschlossen, als er da mit Skid Row auf Tour gegangen ist, mit seiner Band Double Crushed Syndrome. Genau. So, und es geht im Grunde irgendwie um diese innere Stimme, wenn was passt irgendwie für dich, irgendwie wenn du Dinge tun willst, irgendwie, dann mach die einfach. Also ich fand den sehr, sehr inspirierend, den Film. Ich hab mich da auch das ein oder andere Mal wiedergefunden. Ich habe den gesehen einen Tag vor einer Vorpremiere von mir und ich musste einfach meinen Kopf freikriegen und ich habe gesagt, das war genau der Film, den ich jetzt brauchte, wo jemand quasi mit sich selber kämpft. Es geht um diesen entscheidenden Moment, wo er bei Sodom rausfliegt, Anfang der 90er und dann halt ausprobiert. Bei Gomorra ist das ein fiktionales Werk? Oder Nein, das ist dokumentarisch. Dokumentarisch. Der ist aber auch geil gemacht, finde ich. Super gemacht, schön gemacht. Es kommen viele Leute zu Wort. Es gibt Ausschnitte mit Gene Simmons. Es gibt ein wunderschönes... Mit Gene Simmons, tatsächlich. Gene Simmons ist dabei. Es gibt ein wunderschönes Interview mit Doro Pesch, die auch da war. Und der Roadie, der Gene Simmons das Blut anmischt immer. Ja. Das ist, glaube ich, Zuckercouleur ist, Lebensmittelfarbe. Der darf nicht fehlen. Das ist kein echtes Blut. Nein. Oh, Gott sei Dank. Es gibt ganz viele Backstage-Aufnahmen. Auf dem Backstage-Bereich. Es gibt ein wunderbares Interview mit... Oder wie ich sage, Garderobe. Garderobe. Mit Tom Angel Ripper aus Essen. Von Sodom? Auf dem Feld, der jetzt das Jäger ist. Sehr ist lustig ist, wo er mitten im Interview sagt, wenn man nicht dabei war. Der Specht. Mitten im Interview. Der Specht. Und dann soll ich mal gucken, ob ich den erwisch. Es ist ein wirklich ganz, ganz wunderschöner Film geworden. Das sagen wir jetzt nicht, weil wir Andy kennen und mögen, sondern weil wir einfach... Ich kenne Handycam. Oh. Ja. Hennes, willkommen in meiner Welt. So ist das ständig. Du gehst mal runter auf 100 Fuß jetzt. So. Auch eine sehr schöne Sequenz im Flugzeug in dem Film. Ja. Full Circle. Wo sie übers Ruhrgebiet fliegen. Genau, ne? Ganz toll gemacht. Das war die sie fliegen über die Westfalen.
Antwort geben. Yeah, yeah. Also Full Circle, Last Exit, Rock'n'Roll von Andy Brinks. Auf jeden Fall kann man sich gut angucken. Wo kann man sich den denn angucken? Läuft der jetzt? Der läuft jetzt, bundesweit, ja. Bundesweit in ausgesuchten Lichtspielhäusern, ja. Ja, sollte man auf jeden Fall gucken. Was guckst du gerade an Serien? Ich habe gerade fertig 7 Staffel Sons of Anarchy. Die ist ja schon ein bisschen älter, ne? Die ist von glaube ich, letzte Staffel 2015. Synchronisiert von unserem Freund. Und Regie und Übersetzung von unserem Freund Martin Kessler. Ja. Synchronregie. Synchronregie. Ja. Und die habe ich so durchgeguckt. Und Übersetzung, übersetzt sie auch. Ja, und das finde ich auch großartig. Dann, als ich gerade fertig war mit dieser Serie, dann kam diese Meldung, dass die hier Bettina Wulff mit 2 Promille erwischt worden ist. Und ich habe mir so gedacht, dass die Frau von dem Ex-Bresi besoffen fährt, ist für mich ganz normal. Also nach der Serie. Peggy Bundy. Ja, genau. Die geht dir aber auch auf den Sack dann irgendwann. Irgendwann findest du die auch richtig scheiße. Ich habe in der 7. Staffel wirklich auch dann aufgehört, weil es fängt ja an, die Prämisse von Sons of Anarchy ist ja Hamlet on a Bike. Ja. Also, ne, also es ist Hamlet, der Vater wurde, also ich kann nicht spoilern, aber eigentlich ist es so Macbeth wie Macbeth auf dem Mofa. Nein, das ist ja House of Cards. House of Cards ist ja Macbeth und Sons of Anarchy ist Hamlet durchaus. Und das hört dann halt irgendwann mal auf. Aber ich gucke sie mir noch irgendwann noch zu Ende an. Was hast du noch angefangen? Ozark habe ich gestern angefangen. Die erste Folge ist toll. Und die zweite geht dann in den Wald und die fuckt mich so ein bisschen ab, muss ich sagen. Ja? Diese ganze Redneck-Thematik, wo ist das Geld, gib mal her, $5,000. Ja. Da fehlt mir irgendwie der Druck. Kommt da noch was? Ich weiß es nicht, bin ja auch erst bei der 4. Folge. Okay. Kann denn Jason Bateman, nimmt man ihm den Schneid ab? Ja, ich finde schon. Das passt. Ist auf jeden Fall natürlich irgendwie so netter, sympathischer Typ irgendwie, der dann da... Jason Bateman ist am besten, wenn er einfach nur starrt wie in Game Night. Ja. Wenn der Polizistin anspricht und sie gucken da so eine Minute rüber. Game Night, ja, okay. Haben wir schon drüber gesprochen, über Game Night? Ich glaube schon. Ich glaube noch nicht. Noch nicht? Sehr gern, ja. Ich glaube, ich habe Game Night auch, viele haben gesagt, guck dir den an, der ist richtig, richtig gut. Ja, der ist wirklich witzig. Also da waren die Erwartungen doch sehr hoch und der ist richtig gut. Also wenn ihr mal echt mal Spaß haben wollt. Wie bei jeder guten Komödie verliert er im letzten Drittel, ganz klar. Ein bisschen aber nur. Wie immer. Aber ich finde auch, dass sie so leidenschaftlich Gesellschaftsspiele spielen, wirkt etwas konstruiert. Aber die Denzel Washington-Nummer ist zum Schreiben. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil du keine Gesellschaftsspiele spielst. Natürlich spiele ich Gesellschaftsspiele. Was war denn dein letztes Gesellschaftsspiel? Mensch, ärgere dich nicht. Ich bin Spitz, pass auf, oder was? Fang den Hut, Falle Fietz. Ja. Die werden ja jetzt auch modernisieren. Ich habe jetzt gesehen, irgendwie, dass Scrabble jetzt Buchstaben-YOLO heißt. Was? Ja, stimmt. Ich habe auch gedacht, das wäre eine Verarsche. MC Fitti macht Werbung dafür. So ein ganz schlimmer Werbespot von Mattel irgendwie. MC Fitti ist so ein Rapper, mit dem war ich mal zusammen. Der muss irgendeinen Mercedes-Benz-Deal gemacht haben. Der war bei Stefan Raab. Und hatte wohl irgendwie die Auflage von seinem Mercedes-Benz-Haus, um da mit wahrscheinlich seinen Auto Promi-Rabatt zu nicht zu verlieren. Dann so, ja, MC Fitti, was machst denn du so in deiner Freizeit? Och, ich hänge viel in meinem Mercedes-Benz-Haus rum in der Vertretung, sowas. Ja. Oder ich fahre mit meinem Benz rum. Das war sehr häufig erzählt, diesmal alle so. Okay. Das war echt MC Fitti. Das war schon keine Schleichwerbung. Ach, das war das der mit dem Bart? Ja, das ist der so Hipster. So, und, Hipster und es gibt DJ. Jetzt, der hat so einen Werbespot gemacht für Buchstaben. Scrabble heißt jetzt Buchstaben-YOLO. Ach, YOLO oder Jojo? Nee, YOLO. YOLO. Jugendsprech, ne? YOLO. Ah, ja, okay. Ich weiß nicht, was das heißt. You only live once? Ja. Okay. Ja. Lol. Gary, hast du Predator gesehen? Ich habe The Predator gesehen. Nee, oder ich wollte den Predator rein. Upgrade. Ich habe Kinotag gemacht, ich wollte den Predator rein, aber es war zu voll und dann habe ich es gelassen. Tatsächlich? Ja. Ich habe ihn gesehen. Und? Du hast dich ja sehr drauf gefreut, Shane Black. Ich habe mich sehr drauf gefreut, weil da wirklich einmal Shane Black hat ja im ist ja Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur. Hat im ersten Shane Black Predator hat im mitgespielt. Ersten Predator mitgespielt und hat also jetzt was? Hier Regie geführt und hat auch das Drehbuch er mitgeschrieben. War, glaube ich, einer der ersten, der gestorben ist. Ja, genau. Er hat diesen Rassisten gespielt mit der Brille. Der Comics gelesen hat. Im ersten Predator? Im ersten Predator. Okay, alles klar. Er ging relativ zügig. Die haben ja früher immer Predator gesagt. Predator habe ich auch gesagt. Predator, also nach der Verabredung. Der Film... Vor der Verabredung. Der Film pre. Ist... Also pre, genau. Das andere soll ich das jetzt erzählen Predator. Oder... After Data. Interessiert euch das? Ja, natürlich. Ja, also okay. Also der Film, der fing gut an. Der hat auch echt gute Momente. Aber er wirkt irgendwie
total komisch. Das, also ich war wirklich komplett, ich bin nicht müde geworden, ich habe nicht gepennt, aber trotzdem habe ich das Gefühl, da fehlen so Stücke aus dem Film. Der wirkt so merkwürdig zusammenkonstruiert. Ja, also das ist so ganz merkwürdig. Man will den gut finden, ja, aber irgendwie kommt der nicht aus der Pötte und soll ich das spoilern? Spoiler alert. Das Problem ist, dass dieser, wir kennen ihn aus dem Trailer, diesen riesigen Predator, der Boss-Predator und dann ist da ein anderer Predator, dieser normal, in der normalen Größe. Ja. So. Und das Doofe ist, der wird in den ersten 2 Minuten wird er gekillt. Wer? Von der dem, Chef? Von dem, von der Große, der Große macht killt dann, den anderen. Ja, aber ja. Ist so. Ja immer so. Und dann ist das einfach nur ein Predator-Movie. Also, das, verstehst du, dann ist auch die Größe plötzlich egal, weil du hast da einfach so einen halb unsichtbaren Predator rumlaufen. Weil du keinen Vergleich mehr hast, auch riesiger ist. Ich hatte mir ja gedacht, Shane Black ist ja Master of Buddy-Movies. Dann sag mal, was Shane Black alles gedreht. Lethal Weapon, also 2 Stahlharte Profis, dann Last Boy Scout, hat er gemacht... The Nice Guys. The Nice Guys natürlich. Das, mit, das, Ryan Gosling, mit Ryan Gosling. Und Jürgen von der Lippe. Genau. Und ja, also der kann diese Buddy-Cop-Movies, deswegen habe ich ja gedacht... Man with the Iron Fist ist es noch heftiger. Das deswegen war meine Fall. Erwartung und mein Wunsch war, und das ist natürlich jetzt mein persönliches Ding, ich habe jetzt echt gedacht, dass der Feind meines Feindes ist mein Freund, verstehst du, dass Mensch und Predator gegen den Großen kämpfen müssen. Aber wie gesagt, das war nach 2 Minuten, war das komplett gegessen. Und dann war das einfach nur ein Predator-Movie. Er verlangt dem Zuschauer, was Logik angeht, oft sehr viel ab. Weil, und das ist für so einen Action-Film eigentlich ja, kontraproduktiv, weil, oder? Ja, genau. Da stürzt ein Flugzeug ab und dann zufälligerweise, nicht ein Flugzeug, das Raumschiff stürzt ab und dann zufälligerweise dann direkt in der Nähe von dem Held, was ja noch geht, aber dann findet der Sohn auch da diese Artefakte, also es ist total krude und... Ich glaube, das Wort, was du suchst, ist Hanebüchen. Hanebüchen. Ja, es geht ja, über sehr Tische Hanebüchen. Und Bänke. Okay. Ja, so sieht's doch aus. Ich bleib bei Lindenstraße, glaube ich. Und das Oberproblem ist, Shane Black ist ja auch bekannt dafür, dass er immer sehr, sehr lustige Dialoge schreibt, ja. Gerade bei diesen, wenn es so um diese Buddy-Movies geht. Ja. Das Problem ist, dass da haben wir dann auch so eine Bande an Ex-Navy Seals und da ist offensichtlich jeder Komiker. Ja. Jeder macht das. Das fiel mir beim Trailer auch auf. Weißt du, und jeder ist irgendwie verrückt und so. Ne? Die lustigen und, Navy Seals. Ja, aber so auf so eine merkwürdige Art und Weise. Jeder haut einen Kalauer ständig raus und du weißt nicht, ist das jetzt ein Actionfilm oder ist das eine Komödie oder was ist es überhaupt? Aus meiner Zeit bei den Navy Seals weiß ich einfach, dass der Job einen ziemlich unter Druck setzt und das löst man halt durch Komik. Ja, 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 das ist schon klar. Aber wenn du das halt ständig, da habe ich Verständnis für Thorsten. Ja. Echt. Aber wenn das ständig in so einem Film ist, dann... also der kam nicht gut zusammen und das tut mir echt leid, das zu sagen, weil ich habe mich tatsächlich sehr, sehr darauf gefreut. Ich habe mir ja den ersten, also den ursprünglichen Predator nochmal angeguckt, in 3D, es gibt ihn konvertiert in 3D. Es gibt ihn ja, er ist in konvertiert besser, ne? Ja, es ist sehr viel Fahren. Also es ist der Film, der Predator besteht wirklich sehr aus vielen, aus so Navy GIs und so. Es spielt auch Jesse Ventura, spielt ja auch mit If It Bleeds, We Could Kill It. We Could Kill It. Und sie schauen wirklich sehr viel in den Wald rein. Ist viel Fahren, und da ist irgendwas. Something's in the woods and it's not human. Woods. Und es ist James Woods, da kommt noch James Woods. James Woods kommt raus, ja. Und so ein kleines Schwein, kleine Woods. Und also er ist sehr schön konvertiert, aber er hat halt dieses 80er-Jahre-Pacing, dieses Timing, wo sie sich sehr viel Zeit lassen. Ja. Ich finde diese Nachtsichtgeschichten sind natürlich auch total toll. Und also mir hat da sehr viel Spaß gemacht in 3D, natürlich auch wegen Arnold, ne, stick around, wenn er mit dem Messer an die Wand steht, get to the chopper! Oder wenn der Predator dann die Maske abnimmt, you're one ugly motherfucker. Du weißt, was er auf Deutsch sagt, du sagst auf Deutsch. Du bist so abgrundtief hässlich. Ja. Das wird auch zitiert, also der Neue, der hat auch ganz, ganz viel Zitate, aber trotzdem, er kommt leider ganz kurz noch, was bei Predator noch am Ende so, falls ihr euch erinnert, am Ende gucken alle Beteiligten, also auch alle, die sind ja, wird ja viel gestorben in dem Film, also alle, die dann auch abgenippelt sind, gucken dann noch so lustig in die Kamera, wie in so einer 90er-Sitcom so. Ja, ja, ja. Weißt du, so Carl Weathers noch so, hello. Und dann denkst du so, hey, ihr seid eben gerade niedergemetzelt worden von einem Alien. Und so, hey, danke fürs Zuschauen, nächste Woche wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle. Das bin ich aufgefallen. Habe sehr geliebt den zweiten Predator mit Danny Glover. Der war sehr schön. War sensationell, oder? Sehr gute Fortsetzung. Und Ruben Blades. Spielt sehr viel bei Tageslicht Paul in Rubens.
Nein, Ruben Blades. Ja, ja, ja. Ruben Blades. Dann ging es ja so ein bisschen so den Bach runter, fand ich. Und dann kam der Rodriguez, The Predators. Ja. Und der spielte dann auf dem Planeten von den Predatoren. Ja. Und Aliens vs. Predators, ja, war so das, wichtige Grütze. Das war auch. Ja, und das spielt Kacke. Ja auch wieder so in Colorado und so. Ne? Also wirklich, der Film sieht toll aus und er macht auch irgendwie Spaß, aber es ist echt so merkwürdig. Also das, mehr so, draußen so ein bisschen, zieht sich Nebel zusammen, Sonntag, Couch. Nee, das ist so ein bisschen wie mein 4K. Erlebnis damals, als ich 14, 15 war auf der Kirmes irgendwie. Ich saß im... Jetzt kommt wieder irgendwas mit Fleischwurst. Achtung. Nee, ja, aber fast. ich saß auf dem, wie nennt man das, diese Karusselle? Skilift war das. Ne? Und, Skilift? Skilift? Ja, das war so ein war Karussell. Da war eine Raupe, aber kein Skilift. Nein, das ging dann so, das Kettenkarussell. Ging dann so halb mit so Gondel. Nee, Bobfahren war das. Bobfahren. Nein, Skilift. Und ich habe einem Kollegen gesagt, hol mir noch schnell so ein Stückchen Kokosnuss. Ne? Und der hat Kokosnuss geholt und ich habe die dann gegessen und dann fuhr das Karussell und in dem Moment merkte ich, scheiße, die Kokosnuss war nicht mehr gut. So, ne? Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt damit? Ich kann doch nicht irgendwie die ganze Zeit jetzt hier die faule Kokosnuss im Mund haben. Dann habe ich die ausgespuckt und habe so einmal so halb über den Dings so. Und so war das auch. Weißt du, also ja, ich habe genau. Ganz Zeit gedacht, wie kommt der aus der Nummer wieder raus? Und so war das auch. Ja. Nein, kennen Sie das? Als hätte man im Skilift eine faule Kokosnuss im Mund. Und ich denke, wohin damit? Auf welcher Kirmes war der Film? Es war, der Film hat irgendwo Spaß gemacht, also wie die Fahrt auch. Ja. Nur irgendwie, man dieser hat faulige Kokosnussgeschmack im Mund. Und den muss man, aber wenn man den hinter sich lässt. Lass den faulen. Du siehst die ganze Zeit, als würdest du nur in Metaphern reden. Aber du meinst das so. Wenn man den der Weise vom Berg, kennst du oder das? Runterschluckt oder ja, ausspuckt, ja. Dann kann man mit dem irgendwas Film Spaß mit dem haben. Also ich will den nicht komplett. Aber ein großer Predator, der einen kleinen Predator tötet, das erinnert mich doch an einen Film, den ihr auch gesehen habt, auf den ihr euch sehr gefreut habt, nämlich an Mac. An Mac, ja. Genau, da können wir doch jetzt auch spoilern ohne Ende. Ich zitiere Thorsten Sträter, wenn der Hai gut gemacht ist, ist der Film gut. Ja, war der Hai gut gemacht? Zwischendurch. Also ich war mir ziemlich sicher, dass sie gesagt haben, um die Kosten im Auge zu behalten, machen wir so ein paar Money-Shots mit einem wirklich gut aussehenden Hai. Und den Rest so geschminkt so, und so ja, blonde Haare, sehr gut aussehender Hai. Und zum Schluss... Hai-Drohnen. Hai-Drohnen. The Female Shark. Ja, es war... der Film war halt... hatte einmalig stupide Ideen. Ja. Und einmalig. Einmalig stupide Ideen, wie Jason Statham schwimmt raus. Am Ende des Horizonts ist dieser Riesenhai... Ich lasse mich rausschwimmen mit einer Harpune, ich werde einen Sender befestigen. Dann schießt er in diese riesen Finne rein, auf 5 Meter Entfernung, und sagt, der Hai ist aggressiv geworden. Dann muss er nur noch einen Kilometer zurückschwimmen. Also das ist wirklich Stumpfsinn. Oder, ja, genau. Oder also Boote jetzt, machen ihn aggressiv. Weißt also du sowas? Im direkten Vergleich, The Mac, der war wirklich doof. Der war auch einfach optisch auch doof. Das ist Warner Brothers Ding, das sie auch mit Kong Skull Island gemacht haben. Ja, aber Kong hat Spaß gemacht. Kong hat Spaß gemacht. Der Mac hat mir auch Spaß gemacht. Nee, mir nicht. Doch, klar. Und, okay, lass sie aufeinander aber, los. Aber let them loose. Ja. Nein, aber bei The Predator, da war das jetzt wirklich so, du hast das Gefühl, da ist ein guter Film, aber irgendwie ist der kaputt geschnitten worden oder kaputt gemacht. Das war das Problem von Predator, glaube ich, dass der so viele Phasen durchlebt hat, wo er nochmal neu geschnitten worden ist und wo nochmal, es gab ja diesen spektakulären Recast von diesem Typ, wo Olivia Mann dann auch getweetet hat, dass sie gar nicht wusste. Ach so, ja, genau, dieser ehemalige Kumpel von Shane Black, der, wo sich dann rausstellte, naja, der ist halt, was weiß ich, irgendwie sexueller Übergreifer. Also ja, und ganz das wurde genau. Dann komplett rausgeschnitten. Ja, und so und das merkt man Film. Dem Film an. So wirkt der Film. Du hast das Gefühl, sag mal, Moment, wo haben die das Wohnmobil jetzt her? Ich hab gar nicht... Okay. Ne? Und das passiert dir tatsächlich ein paar Mal. Ich habe permanent das Gefühl gehabt. Das ist also deine Pizzeria. Was? Ja. Ich habe permanent das Gefühl gehabt, ich bin so eingenickt. Weißt du, so, das habe ich manchmal so, wenn ich im Kino einpenne. Mhm. Dann habe ich so wie so ein Filmriss. Und so ist das in dem Film leider zu oft. Ja, okay. Also Mac hat euch dann auch nicht überzeugt. Also du hattest Spaß, Gary. Ich hatte natürlich überzeugt, in seiner Stumpfsinnigkeit war mir klar, dass es keine Raketenphysik wird. Was mich begeistert hat, war, wie schlecht die chinesischen Schauspieler waren. Das soll man jetzt eigentlich nicht sagen. Aber da wurde sehr hölzern was weggespielt.
Oder passt das einfach vom dadurch, Stil nicht zusammen? Dass der Film mit chinesischen Geldern produziert wurde und auch an chinesischen Küste dann spielt, dann zum, war es natürlich auch wichtig, genau wie wenn Tarantino in Berlin dreht, dann hast du plötzlich auch den Schweighöfer dabei und was weiß ich nicht wen, Schweighöfer jetzt nicht gerade, aber Til Schweiger ja, genau. Und einige. Und die Chinesen haben im Verhältnis zu Jason Statham, der halt seinen Stiefel durchgezogen hat, das grimmige, Augenbrauen hochziehende, durchtrainierte, sie waren schon recht hölzern unterwegs. Gerade diese aufkeimende Liebesgeschichte, sie wirkte da wirklich wie eine aufblasbare Puppe und Statham, also das war in Ordnung. Also ich habe da mich gut mit amüsiert. Ich hätte mir nur gewünscht, dass der Film, was die Spezialeffekte angeht, ein bisschen hochwertiger gemacht worden wäre. Ein bisschen. Ja, also ich fand den... Er war trashig, das aber sehenden Auges. Ja. Wie war denn Ruby Rose? Wer? Ruby Rose, die tätowierte Wissenschaftlerin? Ja gut, soll das neue Bad Girl werden? Darauf wollte ich hinaus. Leuten aber nicht lesbisch Bad genug? Bad Woman. Ja gut, oder auch Bad Girl. Schaffst nein, Bad Woman ist nicht Bad Girl, Thorsten. Ja. Da muss ich dich jetzt... Bad Girl ist Barbara Gordon. Ja, als nächstes reden wir über den Pimmel von Batman. Nein, da müssen wir ganz... Müssen wir also da muss ich sagen, ja, das passt. Also das kann passt ich mir super vorstellen. Ja, weil das sie auch einfach lesbisch ist und das auch nicht... Niemals, naja, ich niemals, reduziere niemals, das jetzt nicht auf die Sexualität. Aber, nein, aber es gab einfach viele Stimmen, die gesagt haben, die ist nicht lesbisch genug. Also hallo, ich... Lesbisch genug? Nicht lesbisch genug. Du musst die ganze Zeit rumlaufen und sagen, oh, ich fahre so auf, weiß ich nicht. Das ist auch wieder so ein Internet-Ding, wo ich sage, so lass sie doch erstmal, genau wie Jodie Whittaker als Dr. Who, lass sie doch erstmal machen, bevor ihr euch aufhört. Ja, vielleicht bauen sie jetzt wahrscheinlich dann doch so keine Lesben, wenn Warner Brothers das produziert, wovon ich mal ausgehe, weil es ein DC ist. DC, ja. Das ist aber für die Fernsehserie, ne? Das ist kein Film. Das weiß ich jetzt nicht genau. Die Lesben, die ich als Community sehr schätze, melden sich dann halt sporadisch, um auch mal auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Und in der Vorproduktion eines Films zu sagen, sie wären nicht lesbisch genug, halte ich für ein Vehikel aus dem DC-Universum ein bisschen überambitioniert. Wer hat's gesagt? Wieder irgendwelche Trolls im Internet. Lass uns mal bei Batman kurz bleiben. Ja. Batmans Pimmel. Nein, River Phoenix. Joaquin Phoenix. River Phoenix würde wirklich Batman tatsächlich spielt. Nur im... Ja. Ja. Joaquin Phoenix, ja. Ich habe mir jetzt neulich seinen Film... Ich kann mir denken, wie sie drauf gekommen sind. Ich habe mir A Beautiful Day gekauft mit Joaquin Phoenix. Ja. Wo er im Wesentlichen einen Ex-Marine spielt, der bei seiner Mutter wohnt. Und, der gute Laune-Film des Jahres. Der gute Laune-Film ist, muss ich tatsächlich sagen, eine der stillsten Komödien, die ich in letzter Zeit erlebt habe. Der missbrauchte Kinder aus irgendwelchen hohen politischen Kreisen mit dem Hammer rausholt. Und das war, das ist ja wirklich ein sehr kurzer Film, der nur Show, Don't Tell, der erzählt dir gar nichts. Du siehst einfach, wie man mit dem Hammer loszieht und das regelt. Ein wunderbarer Film, verstörend, nicht so brutal, wie ich dachte. Ich bin da ein bisschen empfindlich, was Hammermorde angeht, seit Old Boy. Und der auch toll war, Old Boy, beide waren ja super. Aber was sagst du denn zu dem Foto, was gepostet worden ist? Es sind ja zwei Fotos. Dass wir nichts sehen, dass wir letztendlich nichts sehen. Das Kostüm ist erschütternd. Also er trägt einen dreiteiligen Anzug und es ist erschütternd an Heath Ledger angelegt. Geradezu von Hemd genau über Weste mit Revers, fünf Knöpfe, das über den Gehrock ist es bizarr, exakt an das Kostüm angelegt. Der Regisseur hat ein Foto gepostet von River Phoenix als, von Joker, weil die beide Brüder sind, von Joaquin Phoenix als er selbst mit etwas längeren, schmierigen Haaren. Ja, das habe ich gesehen. Das und darauf haben gesagt, der sieht ja doch gar nicht aus. Und darauf kam dann ein Foto mit einer, mit so einer Maske vom Kinderschminken. Ich hab da so ein mit so einer Maske gesehen. Vom Kinderschminken, also genau. Ich habe bewegte Bilder gesehen. Ja, es gibt bewegte Bilder, aber das sind dann so B-Roll-Bilder. Ja. Ich denke mir, dass das nicht das ist, was wir sehen, und ich glaube, dass sehr, sehr viel Zeit draufgehen wird, in der Joaquin Phoenix mit einem Potschnitt und sich selbst hadernd durch diesen Film erstmal läuft. Ja, klar, denke ich auch. Bevor er zum Schluss eskaliert. Und ob das die endgültige Fassung ist, ob er sich irgendwelchen psychopathischen Clowns anschließt, oder ob er tatsächlich so ein richtiger Joker wird, weil ich glaube auch, dass dieses wir malen ihn an so ein bisschen auserzählt ist. Es ist am wenigsten gut geglückt bei Suicide Squad, das war wirklich peinlich mit Hahaha. Und mittlerweile hat man sehr übers Knie gebrochen. Nach Heath Ledger können wir im Prinzip nur noch enttäuscht werden. Uns fehlen die Narben, das müssen wir zugeben. Uns fehlt das entstellte Gesicht. Uns fehlt einfach ein Konzept des DC-Universums. Und Heath Ledger war natürlich... Den müssen wir jetzt mal unabhängig davon sehen. Nein, aber Heath Ledger aber war natürlich in der Nolan-Welt absolut perfekt. Insofern war... Ja. Das konnte keiner voraussehen, weil es Heath Ledger war, der vorher Ritter aus Leidenschaft gedreht hat. Da hat man ja auch genölt. Irgendwie, genau.
aus dem Grunde. Und Joaquin Phoenix ist groß als Schauspieler. Er ist groß, mit seinem Gesicht Dinge auszudrücken, ohne sie zu sagen. Das ist sensationell. Wo bist du denn deswegen bei nochmal Beautiful Day gucken. Wo bist du denn Olli, wo bist du denn bei Superheldenfilmen? Bist du da involviert oder spielst du mit? Ich spiel mit. Ich bin ja Iron Man. Ja. Also wenn der fliegt. Ja, ja, natürlich. Nee, ich gucke die natürlich. Hier und da. Also ich bin jetzt nicht so ein mega Superhelden-Fan. Ja, wie ein Pudding an die Wand zu nageln. Hier und da. Mal so, mal so. Was war der letzte Superheldenfilm, der dich begeistert hat? Was heißt begeistert? Ich habe jetzt Infinity War geguckt. Ich fand den jetzt so ein bisschen drüber irgendwie. So, ja, ich auch. So, ja. Damit triffst du den Punkt. Ja, drüber, ja. So, weil es immer, also ich weiß nicht irgendwie, ob es so irgendwie produktionstechnische Gründe hat, irgendwie, dass das auf irgendwelchen Planeten irgendwie stattfindet. Das muss so sein. Mir fehlen die Fantastischen Vier. Warum sind die nicht dabei eigentlich? Das hätten wir noch machen. Weil sie scheiße waren, die letzten beiden Male. Naja, die Darsteller waren alle gut. Die Musik von Philip Glass war fantastisch. Der Film selber war halt nur Kacke gemacht. Ja, ja. Aber die Darsteller Ich finde zum Beispiel, dass die Avengers schön und gut irgendwie, aber dass die Filme im Einzelnen, also so, ob jetzt Iron Man oder Captain America oder und, irgendwie besser für mich funktionieren. Also unterhaltsamer sind irgendwie, wenn man die einzelnen Charaktere sieht, irgendwie als diese. Wir würden Avengers Infinity War gar nicht erst kaufen und gar nicht erst fressen, wenn die uns nicht 8 Filme vorher reingesammelt hätten. Na, weil wir ihn nicht verstehen. Du musst überhaupt keine Charakterentwicklung mehr betreiben bei diesen Filmen, weil du das schon episch gemacht hast. Und damit hast du $1 Milliarde reingeholt. Völlig normal. Ja. Und mir persönlich geht es ein bisschen, ich bin übersättigt, deswegen Ant-Man 2 so gut, fand ich. Ja, ja, aber auch da habe ich ja gesagt, ja, der war gut, aber ich habe ihn jetzt nicht unbedingt die Musik, sensationell. Wie stehen wir denn dann zu Captain Marvel von dem Teaser-Trailer, den wir gesehen haben? Ja. Auch da ist wieder, wo ich denke, könnte geil sein, könnte aber auch der nächste Green Lantern sein. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Das glaube ich, also, glaub ich nicht. Also ich glaube, so einen Film wie Green Lantern werden wir, glaube ich, nie wieder sehen, hoffentlich. Das glaube ich aber doch. Sagen wir mal, Samuel L. Jackson in dem Trailer ist absolut spektakulär. Absolut. Also Brie-Käse-Larsen, die macht das ja auch gut. Also ich finde, die sieht ja toll da drin aus. Ich weiß über Captain Marvel tatsächlich nicht viel. Sittenstrolchmann. Ich weiß über die Figur nicht viel. Lied. Und ich weiß aber jetzt mittlerweile, dass Shazam, also diese DC-Figur, dass die auch mal Captain Marvel hieß. Ja, wohl, ne? Und deswegen, das hatte ich irgendwie so im Hinterkopf gehabt. Deswegen hat mich das immer so ein bisschen irritiert. Also ich bin mal. Also vorsichtig optimistisch, dankeschön. Ich glaube, dass die Frequenz, in der diese Filme rauskommen, das gildet natürlich auch für Star. Ich sag gildet. Ich sag ja auch Einzigste, sage ich auch immer, weil das Dialekt ist. Ja, einfach, genau. Sag ich immer, weil sich dann so Grammatik-Nazis dann immer aufregen. Falsches Deutsch. Nee, das ist Dialekt. Einzigste. Einzigste ist Dialekt. Genau. Einzigste ist falsches Deutsch. Ja, falsches Deutsch. Dialekt ist falsches Deutsch. Nein. Doch. Einzigste. Höre ich bei Handwerkern. Bei Leuten quer durch Deutschland. Das macht das nicht mehr zum Dialekt, sondern zum Sprach. Ich finde, das ist ein ziemliches. Findest du? Ja, findest du das Interpretationssache, ob das falsches Deutsch ist oder Dialekt? Ja, finde die Grenzen sind da. Ja, ich finde auch der neue Marvel, dieser Dr. Grammatik, irgendwie, der kommt jetzt auch. Dr. Grammatik. Captain Unangemessen. Captain Unangemessen. Schönen guten Tag, Sie Arsch. Also ich finde auch irgendwie, finde diese Schlagzahl irgendwie, diese Filme kommen irgendwie, du kommst irgendwann dahinter, die wollen auch Geld verdienen. Ich habe jetzt gerade gelesen, irgendwie, dass Netflix hat einen Comic-Verlag gekauft. Das wäre geil. Avengers, der Benefits-Film. Mir fällt dieser Name von dem Comic-Verlag nicht ein. Die haben gemacht. Lappern. Kick-Ass haben die gemacht. Dark Horse ist das so. Markus? Ne? Kick-Ass. Verlag? Unter welchem Label erschienen? Welcher Verlag? Kick-Ass. Kick-Ass, Alter. Astrid. Vertigo. Nee, das war es nicht irgendwie. Auf jeden Fall hat Netflix diesen Verlag gekauft und natürlich auch gleich die Rechte irgendwie an all den ganzen Comics, die gemacht haben. Und da sind jetzt 5 oder 6 Netflix-Serien irgendwie, die irgendwann starten oder jetzt produziert werden. Amazon, ja, Superhelden laufen bei denen. Amazon hat ja auch mit Preacher auch gut vorgelegt und die 4. Staffel ist auch fantastisch. Punisher gibt es bei Netflix. Ja, gut, das sind die Marvel-Sachen, Jessica Jones und ja, aber Punisher mochte ich sehr, sehr gerne. Ich mag Daredevil sehr gerne, wenn es nicht gerade so ein Ensemble-Film ist. Apropos Comics, wir sind natürlich zu unserem 50. Comics. Wieder in unserem Stammlokal im Little Nemo am Südring in Bochum, dem besten Comicladen Bochums. Es ist auch der einzigste.
Da hast du eine hängen, mein Freund. Das war aber, der kam gut. Den hast du nicht gesehen. Thorsten, Sucker Punch. Thorsten, hast du schon was gesehen von The Purge? Ja. Von der Serie. Alle drei Folgen, die da sind. Ja. Gut, gefällt mir. Ich mag den Purge-Gedanken, ja. Ja. Das weiß ich, deswegen habe ich dich auch... Wird der Inkeritz ausgelegt, von daher... Ja. Können wir noch mal kurz sagen für die Leute, die nicht wissen, was Purge ist, was die Prämisse ist von Purgen. Purge. Purgen bedeutet, man hat gesagt, vor, ich glaube, 2030 oder so, also nicht jetzt, sondern erst später in Amerika, um die Arbeitslosenquote und die Kriminalitätsrate zu senken, erlauben wir einmal im Jahr von 19 Uhr bis zum nächsten Morgen um 7, glatte 12 Stunden, dass jeder jeden töten darf. Die einzige Ausnahme ist... Rettungskräfte Level, also nur Waffen bis Level 4, so halbautomatische Waffen dürfen benutzt werden und Sicherheitskräfte des Levels 10, wer immer das ist, müssen verschont bleiben. Und dann geht das los und die Leute, die Reichen schließen sich ein und die anderen vernageln sich die Häuser und die anderen ziehen los. Genau. Aber irgendeiner muss immer raus, um einen Konflikt zu lösen. Die Serie ist dahingehend ganz schön aufgebaut, 3 Folgen sind da bei Prime. Erzählt langsam, setzt bei dir voraus, dass du weißt, was die Purge ist, was gut ist. Musst du die Filme gesehen haben vorher? Nee, überhaupt nicht. Und dann, macht aber Spaß. Tatsächlich so, wenn du die Filme vorher gesehen hast, ist es sogar so, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen bei The Purge. Ja, ja, klar. Das sind ja nur Spielarten eines desselben Themas. Die Serie macht Spaß, sie nimmt sich Zeit. Sie nimmt sich wirklich Zeit. Ich weiß auch in Folge 3, sie hält Spannung auf, erzählt 4 verschiedene Handlungsbögen. Ah, okay. Das macht Laune. Ja, ja, ja. Das glaube ich. Bringt Böcke. Weil das fand ich tatsächlich interessant. Das bringt tatsächlich Böcke, ja. Es ist nicht so übertrieben gewalttätig, aber schon gewalttätig. Ist es Propaganda? Für was? Ja, weiß ich nicht, für Fox News. Die Purge wird von den meisten Leuten entweder eher sehr kritisch, im Gegenteil. Es zerlegt so ein bisschen den amerikanischen Traum. Meinst du, verstehen die Leute die Ironie dabei oder was willst du sagen? Ja, ja, ganz genau. Also das, da weil ich habe irgendwo Leute, die elitäre Partys geben, sich in der Nacht aber trotzdem nicht nehmen lassen, einen Bediensteten, der vor 6 Monaten eben die Kassenabrechnung nicht richtig gemacht hat, dann zu erschießen, weil sie es können. Ja. Sonst hätten sie ihn vielleicht entlassen oder das Gehalt gekürzt. Aber in der Purge-Nacht kann man auch hingehen, pfum, aufgesetzter Schuss. Hm. Um dann zu sagen, so, billiger wissen Mitarbeiter nicht los als in der Purge-Nacht. Ja. Und das ist schon klare Kritik daran. Es ist pseudopatriotisch und wird gebrochen und macht Laune. Also mir hat es Laune gemacht. Und ich freue mich auf den, ich weiß immer noch nicht genau, was mit den Leuten passiert, was Phase ist. Es macht aber Spaß. Hm. Macht Spaß. Und es erzählt ein bisschen tiefer, als man denkt. Okay. Also, klar. Und ist auch lesbisch genug. Klare Empfehlung, The Purge, auf Amazon Prime. Mhm. Ich möchte mit euch gerne über den Trailer zu Stan und Ollie reden. Ja. Oh. Was habe ich geheult? Ganz ehrlich, muss ich echt sagen. Ich hatte echt gedacht, Steve Coogan, traue ich das zu, aber bei sensationell, oder? John C. Reilly. John C. Reilly hat Schauer über Schauer über Schauer. Mein Gott. Ja, es war wirklich. Oh mein Gott. Also hast du es schon gesehen? Ich habe den Trailer nicht gesehen. Ja, der Trailer ist. Aber du weißt, dass es eine Biografie. Die Geschichte ist die, dass Stan Laurel und Oliver Hardy nochmal in ihren späteren Jahren nochmal nach England fahren und da nochmal so eine Roadshow machen. Ah. Und es geht wirklich darum, dass die halt jetzt dann älter werden und Oliver Hardy bricht auch zusammen an einer Stelle im Trailer und es ist, es hat mich unfassbar, es hat mich kalt erwischt, möchte ich sagen. Ja, ja, mich auch. Du hast das noch nie so gut gesehen. Ich weiß nicht, was sie mit John C. Reilly gemacht haben. Ich glaube nicht, dass er 30 Kilo zugenommen hat. Aber die Geschichte ist fiktional. Nein, das ist so passiert. Das ist so passiert. Ich nehme an, dass sie sich gewisse Freiheit nehmen. Ist fantastisch. Okay. Und du siehst, wie sie die berühmte Szene aus Go West in Marx Brothers aus den, wo die beide tanzen vor diesem Saloon, wo man halt sieht, das ist halt eine Rückprojektion, aber du siehst halt, wie sie es machen. Sie machen diesen Tanz so wunderbar nach. Und es ist einfach ein ganz, ganz entzückender, wunderbarer Trailer und ich freue mich unglaublich auf diesen Film. Ich auch. Ja, sehr. Ich mich auch. Tatsächlich. Also das ist aber auch, denke ich, auch wieder so eine Generationssache. Wir sind ja mit Stan und Ollie und mit diesen ganzen Chaplin-Sachen und dann auch Buster Keaton. Aber Stan und Ollie war... Väter der Klamotte. Was muss Oberwachtmeister Knickebein da sehen? Hans-Dieter Hüsch. Herr Riebeseel, das gibt was auf die Omme. Und später aber auch der große Monty Arnold. Das war ja ein Zitat von Monty eigentlich. Monty hatte eine ganze Väter der Klamotte Männer ohne Nerven-Nummer. Und wo er dann Hans-Dieter Hüsch Der hat das ja auch gemacht bei der Ups der Pannenshow. Ja, aber Monty Arnold war da immer... Ups die Pannenshow ist unguckbar. Ohne Monty. Sobald Monty Arnold dazu kommt, schrei ich mich wirklich. Sowas von krude Geschichten, dass ich mich... Was für
für ein Setting? Also schon deswegen muss man es eigentlich, muss man wieder gucken, weil der kleine darüber kann ich mich totlachen. Ich könnte mich immer Monty Arnold, du kannst mal wiederkommen hier, mein Freund. Du kannst mal echt, lass uns mal irgendeine Show machen, oder? Das müsste doch möglich sein, also ein Revival-Ding. Schon nur ein Podcast mit Monty Arnold. Ja. Komm raus. Naja, wir sind im Dezember in Hamburg. Ich kann ihn ja durchaus mal fragen, ob er Lust hat, vorbeizukommen. Wir wollen niemandem zu nahe treten, nein, aber wir sollten ihn zwingen, weil Monty Arnold ist immer noch Monty Arnold. Definitiv. Und definitiv. Hat selten so einen gut aussehenden Typen gesehen. Muss man auch sehr gut durchtrainiert. Sehr gut durchtrainiert, auch das. Also Monty, wir lieben dich an deiner Stelle, an dieser Stelle, an deiner Stelle. Nee, aber an deiner Stelle. Wenn du es nicht tust, hier nicht. Warte mal, lass mich nochmal ganz kurz aufgreifen, hier zum Thema Stan und Olli. Ja. Es gibt ja, ich bin durch Zufall darüber gestoßen, es gibt ja einen Roman, der heißt, hier in Deutschland heißt der Stan. Den hast du mir zum Geburtstag geschenkt. Den habe ich dir zum Geburtstag geschenkt, danke. Genau. Und in Englisch heißt der einfach nur, ich glaube, he oder? Him. Him, genau, him. So ganz merkwürdig. Und der handelt praktisch von dem Aufstieg, ist in Roman, von wem ist er geschrieben, Thorsten? Where the hell is he? Von wem? Das weiß ich nicht mehr. Connolly, aber eigentlich ein Krimi-Autor. John Connolly, oder so, ja, eigentlich ein Thriller-Autor. Ja, ein Thriller-Autor. Ne? Genau. Und der hat praktisch so den ganzen Aufstieg von Stan Laurel so wirklich bis zum Tor. Laurel. Aus dem gleichnamigen Canyon. Ja, genau. Ja. Und das in Romanform allerdings. Also eine Biografie in Romanform. Was ich mich jetzt frage, wieso weiß ich davon nichts? Wieso ja, das ist erstaunlich, weil ich wusste davon auch nichts. Ich bin durch die. Also, du wusstest es nicht, hast ihm aber das Buch zum Geburtstag geschenkt. Ja, nur weil Zufall, oder was hast du nach einem perfekten Geschenk für Thorsten gesucht. Ach, Thorsten hat es ihm geschenkt. Nein, ich habe es Thorsten geschenkt. So. Wer? Ich habe nach einem perfekten Geschenk für Geburtstag Thorsten. Geburtstag haben wir immer geschenkt. Danke dir nochmal für dein Geschenk. Ja, gerne. Ja. Wir schenken uns gerne Sachen, die wir noch nicht haben. Auf jeden Was Fall. Was schwierig ist in unserem Alter. Weil auf jeden Fall bin ich da auf dieses Buch gestoßen, über dieses Buch gestoßen und habe gedacht, das ist perfekt. Und ja, und es ist toll. Mhm. Ist es wirklich? Also hast du schon angefangen? Ja, klar. Ja. Hm. Ina Bullemann, super. Wie finden wir denn Disenchantment, die neue Serie von Matt Groening auf Netflix? Habe ich nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Das musst du ja gesehen haben in deiner Eigenschaft als Sachverständiger. Matt Groening, The Simpsons, Futurama hat eine neue Serie, die auf Netflix läuft, 10 Folgen. Disenchantment spielt in Dreamland, in einer Fantasy-Welt. Kackt das nicht alles ab gegen die Simpsons? Gegen Futurama. So Futurama. Also ich muss zugeben, ich habe die ersten beiden Folgen nur gucken können. Ja. Mein Sohn hat die komplett durchgeguckt, irgendwie an zwei Abenden oder so. Ja. Der war begeistert, ja. Der ist auch großer Simpsons-Fan. Es hat wirklich dieses Simpsons-Timing. Ja, Also und natürlich irgendwie auch so ein paar Absurditäten drin irgendwie, die, also ich finde es... Was viele in der Serie vorwerfen ist, dass zum Beispiel Elfo, also der kleine Elf aussieht wie Bud Simpson. Ja. Und dass die Bean auch aussieht. Es ist halt Matt Groening, es ist halt der Simpsons-Stil. Und es ist schön, das einfach so zu sehen in dieser Animation. Gary, du fandst Futurama besser als die Simpsons? Weil du sagtest, Futurama ist dein Benchmark. Naja, was heißt besser nicht, aber schon gleichwertig. Also da kam praktisch eine neue Serie von Matt Groening und die war schon, die ist immer besser geworden. Ich fand, die war aufwendiger. Also die war Futurama war aufwendiger gezeichnet. Ja, das stimmt. Durch die Computeranimation und die Raumschiffe Und hatte eine komplett andere Welt. Also natürlich den Stil, aber... Und tolle Figuren. Ja. Tolle Figuren. Also was man merkt bei der ersten Staffel des Enchantment ist, dass es wirklich ein Arc gibt, ein Bogen, ein Story-Arc. Und was bei den Simpsons nicht so oft der Fall war. Nö. Und bei Futurama auch, glaube ich, nicht. Also sie gehen da auch erzählerisch einen anderen Weg. Ist alles auch ein bisschen ruhiger. Es sieht einfach wunderschön aus und ist schön gezeichnet. Und ich freue mich mal wieder über eine neue Matt Groening-Serie. Ja, finde ich auch. Also von daher. Apropos, ich habe Spiele. Games. Apropos. Ich spiele gerade, apropos Braunbären. Du spielst gerade Spiele. Was ist das für ein Spiel? Ich spiele gerade Spider-Man. Ja. Ah! Komplex in der Steuerung, nicht mehr ganz so simpel wie früher. Ja. Aber gut, aber auch schwer. Fliegst du da nicht einfach nur die ganze Zeit durch die Gegend? Du bist tatsächlich nur Leute am Verbremsen. Ja. Tatsächlich. Und löst dann so Rätsel. Also ich würde die ganze Zeit die ich immer gehasst habe, weißt du, wo du so elektrische... Und die aber auch schwer sein sollen, ne? Ja, die Rätsel. Wo du so elektrische Elemente verbinden musst, weißt du? Gleichstrom, Wechselstrom. Physik und so. Ja, du hilfst dann die ganze Zeit. Dem Doc Ock hilfst du die ganze Zeit, der da noch dein Professor ist. Macht schon Laune. Dann habe ich parallel angefangen jetzt vorgestern Shadow of the Tomb Raider. Ach, das Neue. Ja, das ist irgendwie unangenehm linear. Man hat also kannst du das definieren? Das klingt interessant. Was ist unangenehm linear? Naja, bei Tomb Raider... Im Gegensatz zu angenehm verrückt. Tomb Raider definierte sich für mich immer dadurch, dass man einfach eine Stunde lang stumm vor eine Wand laufen konnte, weil man einfach nicht weiterkam. Aha.
Und dass du das Gefühl hast, man kann überall lang streifen, dann triffst du einen Tiger, dann wieder nicht. Ah. Da ist jetzt unglaublich viel Gesammel und Montiere und am Lagerfeuer, wie in dem Spiel davor auch. Aber es hat so einen linearen Verlauf. Also es geht irgendwie im Prinzip geradeaus. Also du kannst nicht irgendwie... Links und rechts, links kommt eine Wand, rechts kommt eine Wand. Ein Tunnel. Du kannst dich in kleinen Arealen bewegen, aber es ist irgendwie... Es ist so aufgebaut wie die Zusatzlevel von Far Cry so ein bisschen. Du hast ein begrenztes Areal, in dem kannst du dich bewegen. Es ist kein richtiges Open World und es ist sehr... Weiß ich nicht. Das ist wie so ein Rail-Spiel, weißt du? Oder wie heißen die Spiele, wo man auf so einer Schiene ist? Ja, grafisch, also ich meine, selbst Uncharted 4 ist ja auch sehr geradlinig gewesen. Aber wie du schon sagst, du kannst aber auch eine Stunde damit verbringen, einfach aber mal in dem Dorf rumzulaufen. War so auf die Fresse geradlinig. Bei Uncharted 4 alleine diese Autoverfolgungsjagd mit dem Zug dann durch die Stadt. Bis dahin bin ich gar nicht gekommen. Ich habe dort angefangen und ich glaube, ich habe aufgehört, irgendwo relativ früh am Tag in diesem Spiel muss man sich hinter so einem Sofa verstecken und in irgendeinem in der Vorgeschichte Gebäude. Noch. Ja, bei den Nonnen. Bei den Nonnen, genau. Prolog hängen geblieben. Da hast du aber noch einiges vor dir. Du musst das spielen, weil das sind die großartigsten Action-Szenen, die du im Spiel haben kannst. Ja, okay. Die Glocke. Ja. Ich sag nur die Glocke. Du musst jetzt spielen und es ist ein Augenschmaus. Kommt das danach, das mit die Verfolgungsjagd mit dem Auto? Ich glaube, erst kommt die Glocke auf. Das hat mich wirklich und dann haust du ab. Zug, genau, Verfolgungsjagd, genau. Schießen, fahren, unfassbar. Unfassbar. Okay. Die beste Action-Szene, die ich je gesehen habe. Die beste aus Stuttgart. Was spielst du sonst für Games? Ich habe da gar keine Zeit für. Also das Einzige, was ich mache, Snake und Fußball spiele ich. Also klar, also FIFA. Warum spielst du was du da draußen spielst? Ja, das habe ich auch nie verstanden. Das habe ich ganz. Wenn du Call of Duty da spielst, kommst du ins Gefängnis. Ich hab so oft Ronaldo angerufen und gesagt, lass mal draußen irgendwie kicken irgendwie im Stadtpark. Ja, natürlich irgendwie, aber ja, weiß ich nicht irgendwie. Ist das strategisch interessant oder was ist der Reiz von solchen FIFA-Spielen? Also ich glaube, der Reiz da ist einfach, das spiele ich mit meinem Sohn zusammen irgendwie, dieses Gegeneinander-Spielen, Vater-Sohn-Ding irgendwie und sich da messen und so. Hast du gerade Vater-Sohn-Bonding gesagt? Entschuldigung, ich kann das jetzt. Das eine Kind ist 18 und das andere Kind ist 15. 15, da geht aber schon Tekken, ne? Ja. Da musst du nicht so einen Quatsch machen wie Fußball. Ja, die spielen ja für sich andere Finish Dinge him. Irgendwie, ne? Also, ja, okay, klar. Nur Papa spielt halt FIFA. Spielt er sonst Fortnite oder so? Ja, natürlich. Ja, Fortnite ist aber wirklich für Kinder, die sowas noch nicht gespielt haben vorher, oder? Fortnite, sage ich mir selber immer, wenn ich so ein bisschen neidisch drauf bin, dass andere Kollegen viel weiter sind als ich, weißt du? Fortnite, ach so. Ja. Oder wenn man eine bestimmte Automarke gerne hätte und sich nicht leisten kann, das ist der gute Fortnite. Genau. Fortnite, genau. Ihr habt beide Fortnite auf meinem Mustang. Fortnite, du hast ja nur Fortnite. Besser, ja. Ja, aber das ist ja, gibt ja immer so Spiele, die dann plötzlich so abgehen irgendwie. Mhm. Das war Minecraft irgendwie, wo alle Leute, wo du denkst, ey, spiel doch mit Lego. Spiel doch mal mit Logo. Du hast Coca-Cola, da ist Ford nochmal. Oh, das ist ein schönes Etikett. So, und plötzlich kommt so ein Spiel um die Ecke irgendwie und sagst halt, ey, hallo? Irgendwie. Also ich glaube, so schon, das Spielprinzip schon ist ja jetzt nicht neu. Nee. Plötzlich geht das so ab irgendwie und die ganze Welt. Bald kommt so ein großartiger Zombie-Shooter, wie heißt der nochmal? So ein fantastischer Zombie-Adventure. Daniel Day-Lewis. Nein, das ist also dieses Dings mit den Rockern, Zombie. Ja. Genau. Ein Spiel, ja. Das ist so Sons of Anarchy mit Zombies. Die fallen dann auseinander. Ich glaube, so kann man das wirklich gut beschreiben. Und auf Fallout 76 freue ich mich wie ein Tier. Ja. Und dann war Zombies natürlich ein großes Zombies Thema. Zombies ist ein gutes Thema. Kennst du Xbox oder PlayStation? PlayStation. Er kennt beides. Okay, dann kennst du State of Decay nicht, ne? Weil das wäre dann echt. Das habe ich jeden Morgen im Spiegel. Den fand ich so beschissen als Superman. Wen? Was? Dean Cain? Ach komm, das war doch Terry Hatcher. Nein, entschuldige aber mal bitte. Terry Hatcher war. Die besten Zombie-Spiele. Die besten Zombie-Spiele. Ja. Resident Evil, falls das ein Zombie-Spiel ist, natürlich. Der erste? Ja. Ich hatte dieses beschissene Ego. Da, wo du so rennen musst, ne? Ja. Wie heißt das noch? Daylight. Bis der Arzt kommt und aber auch nur mäßige Spielerfahrung, weil die Zombies werden nach einer Nacht derartig schwer. Ja.
Und ich lief dann nur mit einem Tacker rum. Das war alles scheiße. Pflanzens vs. Zombies gibt es ja auch noch. Plants vs. Zombies, genau. Der Spinat gewinnt immer. Aber das ist einer der besten Zombie-Spiele überhaupt. Es ist tatsächlich fürs iPad, also von Telltale, die Walking Dead Spiele. Ah, ja, von Telltale bin ich aber zu fickerig. Ich will da nicht sitzen, mir stundenlang Geschichte. Mir gehen schon die Zwischensequenzen von Lara Croft auf den Sack. Aber die Story ist halt super. Und also das ist... Nee, das zweite Mal, dass ich bei einem Telespiel wirklich geweint habe. Telespiel. Bei einem Telespiel geweint hat und da ist ja fast die warme Fleischwurst aus der Hand gefallen. Ja, genau. Dabei. Also da wäre ich vielleicht irgendwie auch noch bereit, irgendwie mal einzusteigen. Aber Zombie ist, weil ich Walking Dead Fan bin. Wie wir da drauf gekommen sind. Es ging um Videospiele und es ging um Zombies. Und Olli ist ein großer Walking Dead Fan und hat jetzt... Walking Dead wird übrigens 15. Ja, genau. Wie mein Sohn. Ja, siehst du. Und nervt auch genauso, muss ich sagen, in Staffel 8. Und bewegt sich auch teilweise so langsam. Mein Sohn, ich liebe dich, entschuldige, das wollte ich nicht sagen, tut mir leid. Ja, das ist halt Walking Dead. Also wenn irgendeine Serie auserzählt ist, dann ja wohl diese irgendwie letztendlich. Du hast 4 auf Walking Dead jetzt gesehen, oder? Ich habe auch 4 The Walking Dead. Ich habe Staffel 4 gesehen von Walking Dead, aber nicht 4 The Walking Dead. Ich freue mich auf 5 The Walking Dead. Unsympathisch. Wo, bei 4 The Walking Dead? Bei 4 The Walking Dead. Die Zombies oder die Menschen? Aber in der 4. von Walking Dead sind mir die Charaktere sehr sympathisch. Also wenn die Zombies sympathischer sind als die Menschen, hat die Serie, glaube ich, ein Problem. Ja, so ein flotter Typ, der da kommt. Guck mal, wie das sagt. Ja, also so... Aber Rick? Nein. Rick? Was? Wie? Nein, Rick also, ist Rick. Walking Dead war für mich wirklich ein wahrgewordener Traum. Also das, weil serielles Erzählen in so einer Zombie-Welt, das fand ich großartig. Fand ich auch großartig. Aber ab Staffel 7 hatte ich Taste of Kokos, möchte ich es nehmen, im Mund. Nehmen wir das mal als Geflügelwort. Gary hat ein Geflügelwort erfunden. Ja, das ist gut, das ist schön. Weil das mir... Ja, es ist so ein. Ja, aber da habe ich. Ich bin wo, welche Staffel? 7. Staffel 7, jetzt Walking Dead. Ja, 7. Das ist natürlich, das lebt alles von Negan, aber auch nur. Ja. Es wird immer mehr zu Game of Thrones, habe ich so das Gefühl. Also das ist. Das ist halt irgendwie der Unterschied zwischen Fear the Walking Dead und The Walking Dead. Also dieses Walking Dead, dieses Krieg, diese Gruppendynamik und dieser ganze Scheiß irgendwie. Und bei Fear the Walking Dead hast du ein bisschen mehr so noch dieses Einzelkämpfer-Ding irgendwie. Und dass die Menschen da durch die Apokalypse wandern irgendwie noch hier und da. Akopalypse. Apokalypse. Und noch den einen oder anderen treffen, ja, irgendwie, und nicht nur auf Gruppen und so. Ja, ja. Ja, ich nehme mir das immer vor, das auch zu gucken, Fear the Walking Dead, aber irgendwie... Fear the Walking Dead nimmt sich auch immer vor, sich dir zu zeigen. Ja. Genau. Ich war auf jeden Fall, ich lese auch die Comics irgendwie und ich war halt irgendwie eigentlich abgefuckt irgendwie, weil nach dem ersten Band der Zeichner halt gewechselt ist und der erste Band war noch etwas lieblicher gezeichnet irgendwie von den Charakteren. Und seht ihr auch gerade, dass da William Shakespeares der Jedi-Ritter-Rückkehr nahm? Nee, das sehen wir jetzt gerade nicht, weil wir nicht. Den Kopf verrenken. Ja, das gibt es schon seit Jahren. Auf jeden Fall ab dem zweiten Band war ein anderer Zeichner dabei bei den Walking Dead Comics irgendwie. Ich habe die weitergelesen, aber das war mir dann zu gewöhnlich. Ich fand eigentlich den Bruch sehr schön zwischen einer nicht lieblichen Zeichnung, aber so ein bisschen cartoonhaftiger und der Endzeit-Story. Das fand ich eigentlich irgendwie Das war auch sehr detailliert. Ja, genau. Ja, was man auch immer wieder vergisst halt, ne? Das ist eine Comic-Vorlage. Ja, genau. Ist, ne? Das ist ähnlich auch wie bei Preacher. Wir sind in einem Comic-Laden und ich möchte mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, ein Comic in die Kamera zu halten und halt mal deine Kaffeetasse da fest, ein Comic in die Kamera zu halten und ich sage natürlich auch für unsere lieben Hörer, was es ist. Olli, du hast es auch gelesen. Es ist, dein lieber Kollege mein Flix, lieber Flix aus Berlin. Aus Berlin. Ein Band rausgebracht, Spirou in Berlin. Ja. Jetzt war ich nicht der größte Spirou und Fantasio-Fan. Ja. Also ich schätze Francois vor allem wegen der schwarzen Gedanken und wegen dem Masipulami. Das ist jetzt eine Geschichte, die spielt im Sommer 1989 in Berlin. Die beiden müssen aus Brüssel, Spirunphase aus Brüssel nach Ost-Berlin und erleben da halt Abenteuer. Es ist komplett im Stil von Flix gezeichnet. Sag du mal Darf was ich, drüber, Olli. Ja, es ist, im Stil von Flix gezeichnet, aber auch so irgendwie, dass du natürlich die Charaktere wiedererkennst. Ich glaube irgendwie, das war irgendwie Sinn und Zweck der Sache und vielleicht irgendwie auch ein bisschen Vorgabe. Flix ist halt der erste deutsche Zeichner, der so eine berühmte Vorlage irgendwie verarbeiten darf oder durfte und hat da
super abgeliefert, wie ich finde. Irgendwie sehr, sehr viele Easter Eggs drin irgendwie. Also wo Easter man Eggs, halt wahrlich, also weil es wahrlich, spielt ja in Ost-Berlin, ja, das ja, sind ja, wirklich ja, genau. Easter Eggs. So, das erste Panel ist auch geil irgendwie, weil da heißt es, sie verlassen den französischen Sektor, glaube ich. Glaube ich sowas in ja, Brüssel, ja. Ja, genau. Sie verlassen den französischen Sektor. Ja. Und weil es ja eine deutsche Geschichte ist von ja. einem deutschen Zeichner. Eine wunderbare Geschichte irgendwie, die sich Flix da halt irgendwie auch ausgedacht hat. Marvin Clifford hat das Ganze koloriert und ich habe das in einem Rutsch schnell durchgelesen, weil einfach super gemacht. Ich war auch richtig heiß und sehr, drauf. Sehr, sehr unterhaltsam. Und ich mag Flix sowieso. Flix ist ein super Typ. Ganz toll, ja. Ich habe ihn in Erlangen kennengelernt. Ja, ich habe mal eine Lesung zusammen mit ihm gehabt irgendwie und in Leipzig, glaube ich. Und ja. Es ist ganz toll. Also das ist wirklich eine Hommage sowohl an die, ja, diese Geschichte, aber halt auch wirklich an Franquin. Und ich kann das wirklich nur absolut jedem empfehlen. Das ist wirklich für mich einer der großartigsten Comics des Sommers. Ja, würde ich wirklich ja sagen. Vor allem auch der Weg dahin. Ne? Ich ja. glaube halt irgendwie, dass natürlich diese Marken, ja, irgendwie diese, ja. diese das unheimlich schützen irgendwie und gucken irgendwie, dass da niemand irgendwie was falsch macht. Es ist nochmal was anderes als bei Asterix, dass Asterix weitergegeben wurde an neuen Autoren, an ja. neuen Zeichnern. Das ist wie eine wunderbare Coverversion. Ja, so ein genau, ja, eine ja. Coverversion, ja. ne? Aber schon halt irgendwie neu, so was eigenes mit den ganzen Charakteren und so. Also das finde ich auch Flix, irgendwie wir können super. Dich nicht wir können zu, dich nicht zu sehr loben. Es ja. geht gar nicht. Du hast es perfekt gemacht. Das ist wirklich genau, eine aber Herzensangelegenheit. Das merkt ich man. Ich freue mich immer danke, noch, danke. Dass ich dich dann in Frankfurt auf der Buchmesse persönlich umarmen darf, ja, wo ja. wir uns dann endlich mal wiedersehen. Ja. Das freut mich. Thorsten hat gerade ein Band in die Hand. Ja. Ja, der dunkle Prinz von Marini, Schweizer Zeichner. Großes Tennis, ich glaube, das ist immer noch der erste Band. Nein, das sind beide Bände in einem. In Ach einem, so, in das, einem ist das ist doch nicht. Das ist ja super, ich habe den ersten Band sehr geliebt. Ey, wer hat das geschickt? Kann ich das nicht haben? Das lag hier ich rum. Liebe das. Das lag hier rum. Das wir lag sind in einem Comicladen. Und du kannst auch, wenn du den ersten okay. Band im Hardcover im großen Format hast, mhm. solltest du auch den zweiten wahrscheinlich im großformatigen ja, okay. Dings kaufen. Ah, ja, ja, er okay. ist jetzt als komplett erschienen. Marini hat einen auch gezeichnet und, glaube ich, auch geschrieben, die Adler Roms, was ich jetzt verschlungen habe, die Geschichte der, ja, der Varusschlacht eigentlich, oh, sieht, der Römer sieht gegen sieht die Germanen. Sehr viel Blut, sehr viel Gewalt, sehr viel Sex. Wunderbar. Auch Sex. Sehr viel, ja, sehr gut, schön gezeigt. Gewalt dabei. Gewalt, Sex und alles. Also und Gewalt, Römer Sex. Und Germanen spielt. Ich könnte das ja nicht, ne? Also Cartoonisten sind ja im Grunde faule Comiczeichner. Weil die nur immer ein Bild malen, irgendwie auch relativ schnell fertig werden wollen. Irgendwie. Und na, so ein Comic ist ja naja, schon. Aber dafür, schon dafür entwickelst du deine Story auf ja, 30x30. Ja, natürlich komplett. Irgendwie muss du man das eine irgendwie. Geschichte in ganz kurzer Zeit. Genau, das hat, was genau, ist auch die Kunst. Ja, natürlich was irgendwie. Ich bewundere das aber auch immer irgendwie bei den Comiczeichnern, die sich da halt die Finger. Das ist wirklich ein wundern. Epos. Das ist, also, das sind 5 Bände, A 12 Euro. Marini, die Adler Roms, ist ja, gezeichnete Geschichte. Wunderbar, wunderbar aquarelliert. Michael hat ja die Nummer, wo er erklärt, was der Unterschied ist zwischen einem Cartoonisten und einem Comiczeichner. Und einem Comiczeichner. Ja, genau. Würdest du da auch hingehen oder hast du den Drang, vielleicht mal eine längere Geschichte oder vielleicht so mal ein paar Panel, einfach mal anfangen mit so einem Strip? Ich habe ja diese Geschichte gemacht, die Runkel von Remscheid für einen Comic-Wettbewerb, den ich nicht gewonnen habe irgendwie und da habe ich den zweiten Platz gemacht und als Dankeschön habe ich das Buch von der Gewinnerin bekommen. Das war aber eine große Comiczeichnerin, mir fällt der Name gerade nicht ein irgendwie. Das war Geschichten aus der Pommesbude. Als Dank von der Gewinnerin gekriegt. Das ist auch ja. demütigend, ja, oder? Ja, das war große Demut. Da habe ich dann bei so einem Slam. Da habe ich dann aber auch aufgehört, irgendwie eine Zeit lang zu zeichnen. Und ja, ich will gar nicht sagen, dass ich das nicht irgendwann machen werde. Ich habe mal für 11 Freunde, habe ich mal die meine Fan-Story, also warum ich Fan vom FC Schalke 04. Also Typen, die auf, ein, mit, ja, mit spitzen Ohren. Es, genau, es geht elf auf Fantasy Freunde. Elf Freunde. Wir sind von den 11 Freunden. Wir sind von den 11 Freunden. Ich muss aber nochmal sagen, kurz, die Titelbilder der 11 Freunde sind großartig. Ja, allein sind, dafür dieses, ja. die Reise zur Schale, dieses, ja, dieses ja, ja, das war, Tim, war und Tim und Struppi Ding und mit sie der hatten Rakete, mal eine, ne? Ja. einen Titel, einen Teaser nur mit so gefakten 3 Fragezeichen. Ja, also vom Design her, allein dafür ja, sind die das 11 Freunde. Ist schon, also da merkt man, wer die Zielgruppe ist. Ne? Ja, nein, das aber sind verkauft Fußballfans, sich ja die im auch Grunde so ein Magazin am Kiosk verkauft sich ja auch viel über ja, die Titel. Du hast ne? natürlich so. Recht, ja. Recht. Recht.
Ganz genau. Ich habe im Sommer ein Buch gelesen, was ich mal kurz auch in die Kamera, weil es wirklich ein Schinken war. Ein Schinken war. Ich las von David Lynch und Christine McKenna Room to Dream, quasi die Autobiografie von David Lynch. Ja. Quasi deswegen, weil Christine McKenna erstmal schreibt über David Lynch, über sein Leben und seine Filme und David Lynch dann im Kapitel drauf seine Sicht der Dinge beschreibt. Wie er das. Und das ist ein total tolles Konzept, weil du hast quasi zwei Bücher zum Preis von einem und hat mich auch wieder dazu angeregt. Ja, 80 Euro, aber zwei zum Preis von einem. Nicht ganz so teuer, aber hat mich dann doch wieder angeregt, mal wieder doch mal in den einen oder anderen Lynch-Film. Man kann in Lynch-Filme ja nicht reingucken. Ja. Das ist ja strafbar. Das grenzt ja schon an Lynch-Justiz. Ja. Danke. Lynch. Können wir mal ganz kurz. Also du kannst das Buch empfehlen. Ich kann das Buch absolut. Ist auch auf Deutsch erschienen. Room to Dream, David Lynch. Und können wir mal ganz kurz über Burt Reynolds reden? Wir müssen über Burt Reynolds reden. Also ich muss ja sagen, ne? Mittlerweile bin ich das ja gewohnt, dass so meine Helden so langsam sterben. So, ne? Bin ja jetzt auch so in so einem fortgeschrittenen Alter, da ist das ja normal, dass so die Helden so langsam abdanken. Aber auf merkwürdige Art und Weise ist mir der Tod von Burt Reynolds sehr nahe gegangen. Mhm. Mir auch. Echt. Und ich kann gar nicht genau sagen, jetzt schon wieder. Ich werde schon wieder emotional. Und, bring einfach die Maschine aber nach ich oben. Weiß, ich weiß nicht warum, aber das ist auch einer von diesen Typen. Ich glaube, wenn du mal so überlegst, gibt es solche Typen wie Burt Reynolds noch, diese Art und Weise, diese Figuren, die Burt Reynolds verkörpert hat in seinen frühen Filmen auch, so diesen augenzwinkernden Hallodri? Ja. Was würdest du sagen? Ich glaube, dass das daher rührt irgendwie, also die Trauer über den Tod von Burt Reynolds irgendwie, weil das einer unserer ersten Helden war irgendwie. Also wir sind ins Kino gegangen wir wollten so sein. Die ersten Filme geguckt irgendwie. Dann hatten wir so, auch nicht und, weiß nicht, auf dem Highway ist die Hölle los irgendwie. Oder Sharky, ausgekochte Schlitzohr. Und mein Lieblingsfilm, den ich mir dann auch nochmal auf DVD gekauft habe, war Hooper, wo der Stuntman spielt. So. Den hat er, glaube ich, selber Regie geführt. Ja. Ne? Ja. Hat er so, das ja, selber? Ich auch. Ach ja, Hooper, ja. Genau, Hooper. Mit Bruce Willis, wo sie immer in die Zukunft reisen. Und dann wird das, Nein, das ist ein Hooper. Ja gut, das ist ein Witz. Nein, das ist aber Looper. Jetzt hast du dich aber vertan. Nein, aber ich fand Hooper ein super Film. Den habe ich so oft gesehen irgendwie und mir dann nochmal gekauft, weil ich den... Habe noch nie von diesem Film gehört. Ist das so, wie ich es mir vorstelle, dass Burt Reynolds die ganze Zeit im Steuer sitzt? Nein. Es geht im Grunde irgendwie um einen Stuntman, der in die Jahre kommt, irgendwie, der Rückenprobleme hat und nicht mehr jeden Stunt machen kann. Und dann gibt es einen jungen Stuntman. Gene Michael Vincent. Der ist richtig alt geworden, der Vogel, oder? Aber da war er jung. Der dann plötzlich die Stunts übernimmt von Hooper. Mhm. Und am Ende des Films irgendwie planen sie nochmal so den richtig letzten großen Stunt irgendwie, wo er sich dann irgendwie so fett macht irgendwie und nie wieder arbeiten muss und so. Und das ist im Grunde irgendwie so ein Generationenfilm, ne? Irgendwie jung, alt. Seid ihr euch sicher, dass er da Regie geführt hat? Ich bin mir ziemlich sicher, Hal Needham da Regie geführt hat und der hier auch bei ausgekochtes Schlitzohr. Ich nehme alles zurück. Burt Reynolds hat bei Sharky und seine Profis. Genau, Regie weil. Hal Needham. Bedeutet Hal das nicht, Hal braucht Schinken? Pass auf. Hal? Hal Needham war ein Stuntman. Und der damals gesagt hat, okay, ich schreibe jetzt ein Drehbuch und dann mache ich einen Actionfilm mit. Und da haben alle gesagt, Stuntman, der kann doch keinen Film machen. Ne? Aber ausgekochte Schlitzohr, also Smokey and the Bandit, ist ein Riesenerfolg geworden. Ausgekochtes Schlitzohr. Ja. Smokey. Ein eingelegtes Schlitzohr. Also es war, ausgekocht. Können Sie das mal auskochen? Der Gleason, Lisa mit Vornamen. Jetzt komme ich nicht drauf. Also am meisten dann die Runde gemacht hat, viral war natürlich der, wo Burt Reynolds sich mit seinem ist ein Mustang, glaube ich, natürlich. Nein, ist ein Camaro. Ein Camaro, ein roter Camaro. Ja. Und er versteckt sich in so einer Seitenstraße und die Polizei fährt weg und er guckt nach hinten und guckt nach vorne und ihm nach vorne gucken, guckt er in die Kamera und lächelt und das fährt weiter. Das meine ich. Wen gibt es denn, der solche Typen? Wer das überhaupt darf? Ja, aber das war mal Bruce Willis. Ja, aber ich würde sagen, heute ist das Chris Pratt. Chris Pratt ist so ein Typ. Vielleicht wird er es. Ich mag diese Figuren, die sich selber nicht ernst nehmen.
Weißt du, die sprichwörtlich mit so einem Augenzwinkern, die in die Kamera gucken. Liam Neeson und Schindlers Liste. Und die dich, das ist dieses Leichte. Die dich in diesem Moment, in diesem kurzen Moment wirklich mit reinnehmen und sagen, diese Pillemänner, die sind jetzt gerade an mir vorbeigefahren. Das, weißt du, so. Das ist, und dafür stand Burt Reynolds und er sollte ja in dem neuen Tarantino-Film mitspielen. Wo ich ja wirklich sagen muss, das finde ich ja super interessant. Das spielt mit dem Manson. Mit dem Manson-Mörder, aber wer spielt da noch? DiCaprio und wer noch? Brad Pitt. Und unsere Freundin Margot Robbie. Der eine spielt einen Stuntman. Der eine spielt einen Stuntman und der andere irgendwie so ein... Brad Pitt spielt den Stuntman von Leonardo DiCaprio. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... So ist es. Auf teile geschnittene Lederjacken und Jeans-Ensemble. Sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja, also da muss ich sagen... Aber Burt Reynolds, weil der hat ja auch dann hier gerade auch hier Sharky's Machine oder Sharky und seine Profis. Das war ja so ein Spätwerk, da hat er auch Regie geführt. Der musste sich ja auch wirklich, er war ja, was war er denn? Er wurde auch viele Jahre nicht ernst genommen, so als Schauspieler und als Darsteller. Naja, er war noch in den 80ern, war das Sexsymbol überhaupt. Das Urbild des Mannes war er, bewachsen wie ein Alpakaschaf auf es gibt keine Alpakaschafe. Genau, vor dem Kamin. Oder wenn es Alpakaschafe gäbe, wäre es... Kamin ist dann, glaube ich, ein Fell, also ich weiß nicht, ein Bärenfell wahrscheinlich. Ja. Man wusste nicht, wo hört das Bärenfell auf, wo fängt Burt Reynolds an. Und synchronisiert in den meisten Fällen, von? Santiago Ziesmann. Nein. Tja. Wer hat Burt Reynolds synchronisiert in ein ausgekochtes Schlitzohr und auf dem Highway ist die Hölle los? Und Christian Brückner. Das passt mir jetzt gar nicht. Doch, es passt wie Arsch auf Eimer. Phonetisch. Ich weiß, aber es ist wirklich. Ja. Und das ist tatsächlich auch so. Filme, die ich sehr gerne auch in Deutsch nochmal gucke. Aber Burt Reynolds war natürlich nicht nur dieser kernige. Nein, der konnte ja auch alles spielen. Beim Sterben ist jeder der Erste. Ja, was übrigens auch stimmt. Der im Fernsehen Flussfahrt hieß. Flussfahrt hieß der im Fernsehen? Ja, das gab, als für die Fernsehausstrahlung hieß der Flussfahrt. Mit dem Banjo. Ja, genau. Oh, Dueling Banjos, ein großartiges Ding. Und er hat natürlich seinen zweiten Frühling gehabt, angefangen bei, glaube ich, mit Striptease, glaube ich. Boogie Nights. Er war einer der größten Toupet-Träger überhaupt. Ist ganz fantastisch auch. Und sein letzter Film, der steht ja noch aus. Wo er den alternden Schauspieler spielt, der auf diese... Ja, der ist jetzt in Amerika erschienen auf DVD. Der auf diese Con eingeladen wird. Und dann stellt er fest, das ist echt nur so eine kleine Kneipe irgendwie. Ja. Und er fragt dann, aber hier waren doch schon Martin Scorsese. Nee, sie sind der Erste, der gekommen ist. Also es ist so eine kleine Fan-Community, die ihn einlädt. Ja. Und es ist... Er heißt da nicht, er spielt nicht sich selber, aber eigentlich doch. Eigentlich ist er es. Und er kommt dann dahin und er denkt erst, was wollen die mich verarschen oder so. Das ist wirklich nur so eine kleine, aber. Und das ist natürlich schön, mit so einem Film quasi dann abzutreten. Ja. Ich glaube, das ist der perfekte Film. Ja. Naja, aber so eine Geschichte auf so einer Comic-Con ist eine lebende, tote Legende. Mhm. Wir haben nicht mit Burt Reynolds. Aus dem Fundus von Burt Reynolds schöpfen, für uns wird er immer lebendig sein. Was hast du erlebt auf einer Comic-Con? Also ich war auf einer Comic-Con und habe da auch signiert und so. Und da waren ja ganz, ganz viele berühmte Schauspieler irgendwie von damals. Und dann bin ich irgendwie so um 5 Uhr abgehauen, in Frankfurt war da, glaube ich. Und bin da nochmal kurz aufs Klo. Und da stand dann so ein Held von damals auf dem Klo am Pissoir. Und wir lieben diese Geschichten diese Pissgeschichten. Und schaute sich sein eigenes Foto an. Die machen da ja immer so Fotosets irgendwie, wo ich mir irgendwie und schaute sich so sein eigenes Foto an und pinkelte dabei. Wer war's? Darf ich sagen? Du darfst es sagen. Natürlich. Der Highlander, Christoph Lambert. Ja, ich muss echt sagen, ich kann auch nur pissen, wenn ich ein Bild sehe von Christoph Lambert. Also das, von daher. You're immortal, my cloud. You cannot die. Ich wollte ihn noch nach dem Selfie fragen, aber ich gedacht, nee, komm. Diese Geschichten, wo wir Leute beim Pinkeln treffen, wir hatten jetzt beim letzten Mal Michael Wendler und Thorsten war schon mit Toni Schalup, ich war schon mit Otto. Ich war mit Toni Schalup schon pissen. Und du mit dem Highlander. Du bist da pissen mit, wie hieß er noch, nicht Doug Jones, der den ersten Pinhead gespielt hat.
Doug Bradley. Ja, und mit Doug Hennis, Bradley war ich pissen in Münster. Simon Peck in London, ja. Simon Peck in London, ja. Das war aber so eine Übergabe. Ja, ja, so, aber so ich finde, trotzdem, Olli. Aber ich bin damit irgendwie nicht zufrieden. Ich finde, Christopher Lambert ist schon mit dem Highlander zu pinkeln. Mal kacken mit Tom Hanks. Das wäre so ein Ding für mich, wo ich wirklich sagen würde. Hättest du geguckt, das kann doch nicht nur einen geben. Das kann doch andere geben. Kann ich nur mal ganz kurz abschließen? Ja, Entschuldigung, das war natürlich jetzt irgendwie für ein nicht guter Abschluss für Burt Reynolds. Der Tod ist selten ein guter Abschluss für Also aber er ist ein Abschluss. Alle, die Burt Reynolds mögen und auch die ausgekochte Schlitzohrfilme mögen, es gibt eine super Dokumentation. Das ist ein schönes Genre. Was haben Sie? Wo stehen bei Ihnen denn die ausgekochte Schlitzohrfilme? Ja, es gibt zwei. Also, wo haben Sie denn hier Zwerg wirft Schmuck in den Vulkan? Da sind alle drei Teile da oben. Ich werde nie vergessen, wie in der Atlantis-Videothek an der Hernerstraße, ganz kurz, Gary, wie in der Atlantis-Videothek in der Hernerstraße gab es ein Stephen King-Regal und da stand auch die Videokassette von Eine kurze Geschichte der Zeit. Echt? Und Stephen Hawking. Legendär. Entschuldigung, das muss ich still bei Stefan rein. Ja. Ich werde werd das auch verlinken, aber es gibt bei YouTube gibt's tatsächlich die Dokumentation The Bandit, also praktisch ein Making-of, wie es zu diesem Film gekommen ist, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Die habe ich schon letztes Jahr gesehen und die gibt es da für Umme. Also The Bandit. Für umsonst. Für Leute, die nicht aus Bochum aus dem sind. Ruhrgebiet kommen. Genau. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Einzigste. Echt, ey. Ja. Tja. Ja, ich bin ganz hingerissen. Gary, das war wieder das durch Sachkenntnis, auch wenn uns Jörg Butgereit was anderes unterstellt. Nein, Jörg Butgereit schreibt. Er hat ja recht, wahrscheinlich. In der Deadline. Das war sehr, ich habe mich gefreut. Hat übrigens. Er in seiner Kolumne am Ende, die Affenmaske ist einfach toll, vor allen Dingen dich zitiert, unseren. Nee, über Schlock hat er. Über Schlock. Ach so, genau. Nee, wir haben ja den Audiokommentar für den ersten John Landis-Film Schlock sprechen dürfen und Jörg schreibt sehr wohlwollend darüber, dass er eigentlich diese Art was Kalkofe halt macht mit Schläferz eigentlich nicht so mag, aber dadurch, dass wir den Film ja wirklich auch abgefeiert mögen haben. Mögen ihn einfach. Mögen, ja. Hat er. Wo steht denn das? Ist das hier ganz hinten drin? Ja, und deswegen trage ich auch Liebe. Ist einfach toll. Oh, das ist ein Zitat von mir. Ja, ganz richtig. Er zitiert Schlock. Ganz genau. Und deswegen, liebe Hörer, trage ich auch heute mein Jörg Butgereit-T-Shirt. Ja, Captain Berlin. Captain Berlin, auch ein wunderbarer Comic von Jörg aus Berlin. Und wir waren irgendwie, wo waren wir? Also auf Nummer 2 im Mobil. Vor, hinter ICE. Böhmermann und Schulz als Podcast. Ja, danke nochmal. Ohne Foto, aber verrückte Welt. Wir haben noch einen anderen Audio-Video-Kommentar gesprochen. Aus dem Hause Turbine. Ne, in der Turbine-Stil-Edition Amazonen auf dem Mond. Da auch Dieter Thomas Heck uns verlassen hat, werde ich den Rest des Podcastes so sprechen. Ich halte auch meinen kleinen Finger hoch. Ja, bitte mach das. Ja. Halt es jetzt durch. Amazonen auf dem Mond, auch unter anderem ist John Landis dabei als Regisseur. Ja, natürlich, klar. Auch logisch. Mit dabei. Quasi die inoffizielle Fortsetzung von Kentucky Fried Movie. Aber wirklich super inoffiziell. Ja. Und wir haben uns da einen Audiokommentar abgekurbelt. Audio-Video-Kommentar. Ist jetzt im Handel. Und ganz nebenbei. Gehört dem Olli jetzt. Oh, ganz nebenbei plätschert charmant nicht immer fehlerfreies Filmwissen aus den dreien heraus. Ja, nicht fehlerfreies Filmwissen. Naja, gut, aber. Absolut. Auch ein neues. Und wir haben uns da oft auch künstlerische Freiheit genommen. Ich weiß nicht, was es genau war. Ich hoffe, es ist nicht so viel. Ich frage ihn das nächste Mal, wenn ich ihn sehe. Er hat jetzt Premiere gehabt in Dortmund mit einem wunderbaren Stück. Okay. Im Studio hört dich keiner schreien. Und apropos, ich muss nach Hamburg, Leute. Apropos schreien. Es geht gegen eins. Es geht gegen eins. Wir hatten noch so viel zu erzählen. Ich habe Don Quixote gesehen. Wie hast du das denn gemacht? Wo denn? Ich war in Belgien. Du warst in Belgien? In Belgien lief der schon. Der The Man Who. Ich dachte in Brügge. Ich gehe durch Brügge. Hallo, Don Quixote. Ich habe in Brügge Don Quixote gesehen. Auf der Straße. 10 Worte oder weniger. Gut oder nicht? Gut. Alles gut, klar. Gut. Ich bin ein großer Gilliam-Fan. Ich war nicht so enttäuscht wie die Leute, die ihn gesehen haben. Ist ja viral gegangen. Lass uns da beim nächsten Mal drüber reden. Ja, der Film hat 30 Jahre gebraucht, bis er überhaupt ins Kino kommt. 14 Jahre nach 14 Jahren kommt der zweite Teil von Die Unglaublichen. Den habe ich auch schon. Den habe ich in Holland gesehen. Den hast du schon den gesehen. Den haben wir in Venlo gesehen. Ja, wir sind nach Venlo gefahren. Ja. Da haben wir schon. Venlo. Ja. Da fällt man zum Kaffee kaufen hin. Ja, aber du bist ja in der Stunde in Venlo. Du bist in der Stunde in Venlo von Bochum aus. Ja. Gary hat den gesehen. Und da läuft der jetzt. Da lief der schon. Der lief der schon. Der lief im Sommer. Ehrlich? In Holland? Wie sind die? Aber sind die auf Englisch, ne? Oder sind die auf Holländisch? Auf Englisch mit holländischen Untertiteln. Abends laufen die immer in unsynchronisiert. Okay. Freunde, ich muss jetzt nach Hamburg fahren. Heute Abend ist extra 3.
wenn ja. wir das aufnehmen. Das war unser 50. Podcast. Wir verlassen euch aber nicht, ohne die Gewinner zu ziehen. Die Antwort auf die Frage, die wir für die letzte Mystery Box gestellt haben, war... Beide haben was, Augen. Nicht beide haben Augen. Die, ich mach's kurz. Die Antwort ist Batman, denn, also ich habe gefragt, John Malkovich, also, es war nicht, alle haben in Titel mit Straße mitgespielt, das wäre aus der Kategorie Beide haben Augen. Zwilling war falsch, kann man alles gelten lassen, aber die Antwort, die ich gesucht habe, oder die wir gesucht haben, war, die Schauspieler haben alle Synchronsprecher, die auch einen Sprecher, einen Schauspieler gespielt haben, der irgendwann mal Batman gespielt hat. Peter Kirchberger, die Stimme von Bert, spricht Adam West, 1966 in der Batman-Version. Wow. Was soll das denn hier und sein? Und der Gewinner ist Marco. Marco, herzlichen Glückwunsch. Marco. Der heißt Marco, da war jetzt keine, keine ja, Stadt Marco. Und keine Schade. Marco, kein Nachname. Marco, kein naja, wir, Marco wir ohne Namen. Wir werden schon den richtigen Marco finden. Marco ohne Namen, danke fürs Mitmachen. Die Frage für unseren 50. Podcast, für unsere Mystery Box ist schon ein Hinweis für die nächste Folge. In der nächsten Folge werden wir über Musikfilme sprechen, ja. da Bohemian Rhapsody Nein. rauskommt. Doch. Nein. Ich sag's jetzt einfach, ja. Kiss oh. Phantom of the Park. Da ja, können wir geil, bitte drüber sprechen. Geil, wir geil, haben, ja, glaube ich, schon ja, ein paar ja, Mal ja. drüber gesprochen, aber wir müssen über Phantom of the Park auf jeden das Fall sprechen. Ja. Ein wunderbarer Film. Ich möchte die Verbindung von, Achtung, von Liza Minnelli und Led Zeppelin. Liza Minnelli und Led Zeppelin. Die anderen lauter. Und die Antwort ist nicht das Freddie Mercury Tribute Konzert von 1992, wo also Robert Plant und Liza Minnelli zusammen auf der Bühne waren Plant am Schluss. Plant vs. Zombies. Diese, diese Antwort, Achtung, gilt nicht. Diese Antwort gilt nicht. Es gibt eine andere Verbindung ja, zwischen Liza Minnelli. Die einzigste am Ende gar. Nachher ja. ist es vielleicht sogar die einzigste, lieber Thorsten. Ich habe mal einen Cartoon gemacht, Weltstars im Herbst, Heiser Minnelli. Entschuldigung. Ja. Oh. Ja. So, okay, so, es Olli, muss auch so Cartoons geben, die auch wehtun. Ne? Genau, genau. Das ist ja, ja, ja. Olli, wie kann man dich kontaktieren? Ich habe seine Telefonnummer, wenn du willst. Ja, ja, Hennes hat Nein, die Telefonnummer. Nein, aber Social Media mäßig. Ich wiederhole. Man findet mich bei Facebook, bei Instagram. Man findet meine Webseite unter www.schöndoof.com. Verlinken das wir ist dein Claim, Schöndoof, ne? So ein bisschen. Schöndoof, ja, genau. Nochmal, ne? Dein neuestes Werk, du bist geliefert. Absolut. Cartoon für Online-Shopper und ah, ihre ja, Paketfahrer. Das ist dein Alter, das ist schön doof. Eingezeichnet, der Olli. Ganz ja. lieb. Für die Zugfahrt, Thorsten, für die ja, Zugfahrt. Für die Zugfahrt, ich habe einen Fahrer. Das wäre auch schlecht, wenn du die Beifahrt. Das wäre auch schlecht, wenn du im Zug sitzen würdest, hättest keinen Fahrer, dann würde der Zug ja in Dortmund stehen bleiben. Ja, genau. Ja. Roms. Okay. Nächsten das Monat. War's bis hierhin in diesem Nein, Sinne. Nein, bis hierhin in diesem Sinne. In diesem Sinne. So super, Alter. Kommen Sie gut rein. Ja. Kommen Sie ja. gut rein. Danke fürs Mitmachen. Danke, Olli Hilbring, dass du ja. unseren 50. Podcast vielen Dank, versüßt wunderbar. Hast mit vielen schönen Geschichten und kompetentem Fachwissen. Und ja. einigen launigen Schmonzetten. Ja, Schmonzetten. Da waren noch einige Schnurren dabei. Ja, da waren einige Schnurren dabei. So, jetzt zieh die Maschine hoch. Zieh die Maschine ja. hoch. Gary, okay, Gary. Go. Alles Gute auch beruflich und bis nächstes Mal. Tschüss. Nein, ja. nein, nein, nein. Wenn, dann machen wir es richtig. Komm, so viel Zeit muss sein. Gary, hol tief ich Luft. Ich vergessen, es ist schon so lange her jetzt. Was heute? Nee, alles Gute, ein bisschen schön. Alles Gute, auch beruflich. Bis dann. Oder? Mic drop. Gary, wie immer. Ja, ich weiß, dankeschön. Einmal Applaus. 50! 50! Wir haben 50 Jahre. Wir haben gar nicht darüber Jahre. Gesprochen, wie ja, über so die Erfahrung. Drei Jahre. Ja, da hätten, hätten wir aber noch 3 Stunden gebraucht. Ja, können wir ja nächstes Mal machen. Ja, ja. Okay, alles klar. Tschüssikowski. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Streiter, Bänder und Strehberg. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch, das, ja, das, das Video, ja, das ja, ist ein Abspann, weißt du, man nennt das Abspannvideo. Abspann. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Sind jetzt die Abspanner, kann man. Da unten, da, oh, da genau, da? Auf deinem Gesicht. Da, auf meinem Gesicht, ja, ja, hast genau. du das, dahin? Ja, genau. Sieht man mich dann überhaupt noch? Ja, also schön. Falls ihr also, uns nicht schon, sowieso schon abonniert habt, dann...
Man sollte das machen. Dann ist man immer Kann man voll dabei. Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.